Ja, die eine Reaktion verdienen, bedürfen. Die große Verschwörung gegen alles und einer, der auf alles eine Antwort hat, auf die großen Fragen des Lebens, wahrscheinlich auch auf die kleinen, müssten wir ihn mal direkt fragen. Ich bin sehr gespannt, was wir heute haben. Oh, hier muss ich mein eigenes Video leise machen. Ihr wisst das, Technik, Technik, Technik. Ja, wie aus Zauberhand kommt der Arm hier aus dem Greenscreen. Also. Das ist schon eine Sache. Ich habe mich da schon hart durchgequält. Ich muss dazu sagen, dass mein Freund der Axel das heute rausgesucht hat. Ich habe mich eigentlich gegen gewehrt, weil ich gedacht habe, wow, also das bedarf schon ja, Leidensfähigkeit meinerseits, sich hiermit zu beschäftigen, weil das ist so, es ist so verschworen und es ist so langweilig vorgetragen und so. Also, da war mir die Nanokanone wirklich lieber, also wo der Startschutz wirklich hinter allem steckte. Das hat ja hat wirklich was, das war eine Herausforderung. Und das ist ja nicht mal, wie immer, wie der Axel und ich das ja auch sagen, es ist kein Hate gegen die Person, weil wir wollen ja auch versuchen, den Leuten die Hand zu reichen und dass sie wieder von ihrem Trip runterkommen, so wie Axel und ich auch. Und das möchte ich natürlich auch mal sagen. Wenn Leute unter die Videos manchmal schreiben, so, ah ja, wie lustig, jetzt machen Axel Reitz und Philipp Schlaffer Extremismus zum Thema. Naja, und Verschwörung, das ist genau unser Thema und ich finde, es passt genau sehr gut, dass gerade wir uns diesem Thema widmen, weil wir uns damit auskennen. Wir haben mit Leuten zu tun gehabt, die das jahrelang praktiziert haben. Ich selber habe an gewisse Verschwörungstheorien mal geglaubt, nicht an die ganz großen. Also, ich habe auch noch nie gesagt, die Erde ist eine Scheibe oder. Was weiß ich, Reptiloiden und bluttrinkende Eliten und so. Aber das hier ist schon, das fordert heute Grenze von mir. In der Vorbereitung hat der Axel mir dann zwei, drei Videos geschickt. Hier, zieh dir das mal rein, sonst schwafelt der eine Stunde mit irgendeinem Thema. Also, ich habe Axel heute Nachmittag noch gebeten und habe gesagt, können wir nicht was anderes machen? Ich sage, das ist so dröch. Ich will jetzt hier keinen verschrecken, weil er sagt, oh Gott, wie langweilig wird das. Ich hoffe, dass Axel und ich das gleich ein bisschen aufheitern, aber das ist schon krass. Und da muss man auch mal sagen, bevor die Leute gleich wieder kommen, Philipp, bist neidisch auf die Klicks und so. Nee, ich frage mich, wer sich das eine Stunde reinzieht, weil das ist einfach, boah, das ist schon hart und wirklich jemand, der einen ganz, 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 ganz hohen Wahrheitsanspruch hat. Axel hat es eben gerade gesagt, Axel und ich haben uns, glaube ich, eben wieder vorbereitet. Ich sage mal 3 Minuten, ja, und haben mehr privat gesprochen als über das Thema, der wirklich gesagt hat, wenn ich da Axel zitieren darf, wenn jetzt in den nächsten Minuten irgendein Ereignis auf der Welt dramatisch passieren würde, der Oliver Janich hätte sofort eine Antwort. Ich hoffe, das habe ich ungefähr so wiedergegeben. Ich schalte jetzt auf jeden Fall mal rüber und begrüße dann auch den Axel. Axel, mein Lieber! Hallo in die Runde. Du hast mich schön zitiert. Und ich muss dazu sagen, ich bin auch kein Negativ-Fan von Oliver Janich. Also dem Mann zuzuhören, ist wirklich in etwa so, als wenn man Gras beim Wachsen zuschaut. In etwa auch genauso informativ. Aber er ist trotzdem der Verschwörungstheoretiker, muss sagen, der König der Aluhüte hier in Deutschland. Es gibt keine Verschwörung, die er nicht durchschaut hat, die er nicht mit seinem Truther-Wahrheitsanspruch auch den Leuten dann in unendlich vielen Videos quasi reinhämmert. Also er hat auf seinem YouTube-Kanal hunderte von Videos, die selten unter eine Stunde gehen. Und ich habe jetzt wirklich eine Sache rausgesucht, die 18 Minuten geht, weil alles andere hätten wir wahrscheinlich gar nicht ausgehalten und hätten dann 5 Stunden Reaction wieder draus machen müssen. Ich bin ja froh, dass du mich dann überzeugt hast, dass wir das doch heute machen. Ich wollte erst umschwenken, ich wollte Axel überzeugen, aber ich habe mir das dann reingezogen. Ganz, ganz viele wirre Sachen. Zur Person, Oliver Janich, möchtest du was dazu sagen? Ich glaube, du bist da ein bisschen besser informiert. Ja, ist auch eine interessante Entwicklungsgeschichte, wo man auch wirklich so Step by Step die Radikalisierung nachvollziehen kann. Also der Oliver Janich ist so bis zum Jahre 2012 Autor gewesen bei Focus Money, hat er über Wirtschaftsthemen gesprochen, ist also da auch ein sehr Verfechter von libertären Thesen gewesen. Ohne staatliche Regulierung soll der Markt sich eben dann selber regenerieren etc. pp. Hat er auch eine gewisse Anhängerschaft gehabt und hat in einem seiner Artikel, in den Kolumnen oder Artikeln, die er da in Focus Money geschrieben hat, dann mal die Idee geäußert, es müsste jetzt quasi eine neue Partei, die auf Vernunftbasis operiert, in die Politik eintreten, quasi hier vieles in Deutschland zum Besseren zu reformieren.
Das hat dann sehr viel positiven Anklang gefunden und er hat dann im Jahre 2013 die Partei der Vernunft aus der Taufe gehoben mit ein paar anderen. Muss ich sagen, habe ich vorher noch nie von gehört. Muss also nicht eine Mega-Erscheinung gewesen sein in der politischen Landschaft. Ist eine kleine sektiererische Gruppe, na, und versteht sich selber als libertär. Also der Janich ist selber bekennender Anarchist. Also er lehnt jede Einmischung von Konstrukten wie Staat ab und ist dafür die totale allumfassende Freiheit und findet auf diesem Wege natürlich auch dann Bündnispartner, die per se erstmal nichts mit Rechtsextremismus oder Verschwörungstheorien zu tun haben, aber findet natürlich auch dann bei diesen Leuten einen fruchtbaren Boden. Denn wenn man generell skeptisch dem Staat gegenüber ist, wenn man generell skeptisch gegenüber jeder Regulierung ist, leuchtet es natürlich ein, wenn da auch dann entsprechende Thesen geäußert werden, dass das alles eine ganz böse, dämonische Kraft ist, die im Hintergrund kontrolliert und die Freiheit der Menschen eben unterminieren will. Hatten wir schon ganz clever gemacht. Hatten wir schon öfters, immer wenn irgendjemand gegen natürlich sozusagen Autoritäten schießt, findet er immer seine Anhänger, weil wir fühlen uns ganz wohl damit, wenn irgendjemand Schuld hat oder an unserer Situation irgendwas gerade nicht passt. Ja, und das hatten wir, glaube ich, mittlerweile bei Tim Kellner und auch beim Volkslehrer, ja. Das eint die alle so ein bisschen, oder? Man muss ja sagen, es ist an sich ja erstmal auch nichts Verkehrtes. Ja, dass Leute kritisch sind und gerade auch er als Journalist ja auch dann kritische Fragen stellt, das gehört ja auch so ein bisschen zum Handwerk. Und das macht ja auch eine Gesellschaft aus, dass Dinge immer wieder kritisch hinterfragt werden, um sie dann notfalls zu justieren oder zu korrigieren. Ja, nur dass das Schlimme bei solchen Leuten, wie beim Kellner, wie beim Volkslehrer oder wie jetzt beim Janich ist, der Fanatismus und der unduldsame Wahrheitsanspruch, der dahinter steht. Und selbst wenn die den größten Bockmist verbreiten, ja, es wird trotzdem der Anspruch erhoben, ich habe Recht, wenn ihr euch nicht damit auseinandersetzt, wie ich es sehe, dann habt ihr Unrecht, dann seid ihr gekauft. Und ich kann jetzt auch schon meine Arschbacke drauf verwenden, entschuldige den Ausdruck, dass hier nach diesem Video die ersten Kommentare wieder lauten werden, ah ja, das sind die Bezahlten, ja, das sind die hier von der Meinungsmacherindustrie gekauft sind, die jetzt hier im Auftrag handeln, einfach weil wir mit diesem Mann nicht übereinstimmen, einfach weil wir ihn kritisch betrachten. Das ist bei diesen selbsternannten Flussern, ja, die Wahrheit erkannt haben, die die Wahrheit erforscht haben, ja immer das Problem. Wenn es ihre Wahrheit nicht ist, dann ist es eben falsch, dann ist es eben gelogen, dann ist es eben Teil der Verschwörung, dann ist es dämonisch und bestenfalls ist man ein Idiot, der noch nicht den Durchblick hat, ne, der noch nicht an dem Punkt angekommen ist, wo diese cleveren Burschen stehen. Es wird ja auch in seinen Videos ja auch immer, er sagte auch, ich will euch helfen, die Schlafschafe müssen. Ja, auch Schlafschafe, genau. Das ist eins seiner liebsten Wörter und das ist ja schon dann dieser Absolutheitsanspruch, dieser Totalitarismus, dass er wirklich die Wahrheit gepachtet hat und das sagt er auch ganz ungeniert. Ne? Ich verbreite hier Fakten, ich verbreite Wahrheiten, da kann sich jeder mit beschäftigen und wer nicht zu denselben Schlüssen kommt wie ich, der ist entweder ein Idiot oder gekauft. Ja, und das ist nichts anderes als wirklich Fanatismus, als Totalitarismus, der auch wirklich da seinen Ausfluss findet, weil er ja nicht ist ja nicht nur jemand, der auch dann Fragen stellt oder der einfach nur kritische Themen beleuchtet, wo man sagen könnte, gut, okay, kann man darüber diskutieren, kann man sagen, ist Schwachsinn, aber er tritt ja auch dann auf und fordert Volkstribunale und sagt ja auch ganz offen, dass viele, viele der heute aktiven Politiker eigentlich schon am Galgen baumeln müssten. Und, ich glaube, heute Abend kommt auf ProSieben bei Galileo ein Video raus, wie der Stellvertreter von Herrn Gauland mit einer rechten Influencerin dann doch über Dritte Reich-Fantasien gesprochen hat oder so weiter. Habe ich nur den Teaser so gehört. Soll nachher. Kann ich dir genau sagen, da ganz kurz, da bitte wirklich einschalten. Es verwundert mich selber ein bisschen, dass das bei ProSieben kommt und nicht bei einem anderen Format, was da eher für geeignet wäre, meiner Ansicht nach. Aber der gute Mann hat sich wohl mit einer rechten Influencerin getroffen, unter dem Siegel der Verschwiegenheit, und hat dann ganz offen gesagt, das, was wir ja auch schon mal in Videos angesprochen haben, da ist er wirklich ehrlich gewesen. Er sagte, wir als AfD wollen ja gar nicht, dass es den Menschen besser geht, dann würden wir bei 3% stehen. Wir wollen das Chaos, wir wollen, dass möglichst viel den Bach runtergeht, damit wir irgendwann die totale Macht bekommen. Wir wollen auch jetzt, dass möglichst viele Migranten reinkommen. Und da hat die auch gesagt von wegen, ja, wie soll mit denen denn verfahren werden, wenn die an die Macht kommen? Und da hat er dann wirklich gesagt und die Maske absolut fallen lassen, ja, die können wir erschießen oder vergasen, wie man will, die können wir schon loswerden dann. Ne? Und hat da also wirklich mal gezeigt, was da für Leute in höchsten Kreisen der Partei aktiv sind, dass das eben nicht nur ein Problem ist, sagen kann, okay, der Verrückte in Thüringen, der Höcke mit ein paar Leuten, die eben da ihren völkischen Nonsens verbreiten, sondern dass die Partei mittlerweile so weit nach rechts gerückt ist, dass man nicht lange braucht, um sowas zu finden. Und ich bin gespannt, ob die Partei dann auch möglichst schnell
Konsequenzen. Ich bin gespannt heute, ja, aber was heißt die Konsequenzen, wenn es heißt, es wird so im Hintergrund gesprochen. Aber ich will gar nicht, Axel, wir wollen heute den Oliver ja nicht nehmen. Wahrscheinlich können wir auf das Pro7, können wir kurz reagieren. Das ist immer hier nicht so gerne gesehen. Galileo hat mich da auch schon mal rausgeschmissen. Da wird man gestrikt bei YouTube. Kann man vorher auch nicht abklären. Da schlägt der Algorithmus zu. Die wollen das nicht. Die sagen immer, die Öffentlich-Rechtlichen wollen das nicht. Nee, die Privaten wollen das genauso nicht. Also deren Videos darf man nicht verwursten, nicht verwerten und so weiter. Und also, wir sehen hier ein Konterfei von dem Herrn Oliver Janich, zurzeit auf den Philippinen, hat, glaube ich, seinen Hauptwohnsitz auf den Philippinen. Ja, da lebt er jetzt. Genau. Wie alt ist er? Ich glaube, auch schon knapp Mitte 50, ne? Um den Dreh rum muss er sein, ja. Anfang, Mitte 50. Und ja, ich würde dann in das Video reingehen. Es ist heute, sein Video heißt Satan in Hollywood, das dunkle Geheimnis der Reichen und Schönen, Heftkritik, Kompakt 820. Und das würden wir uns zu Gemüte führen. Wir lassen das ein wenig laufen und dann gucken wir mal, was da so alles kommt. Aber ich, ein Loblift auf Kompakt. Zur Vorbereitung erstmal auch Kompakt, wer das nicht sagt, das ist quasi das Leib- und Magenblatt der Verschwörungstheoretiker-Szene. Der Gründer des Heftes, Jürgen Elsässer, ist ein ehemaliger strammer Kommunist, war linksextremistisch unterwegs, hat dann irgendwann die nationale Wende geschafft und mit Kompakt wirklich da so eine Art Niveau der Bild-Zeitung, immer schön reißerisch, immer schön die Gefühlsebene ansprechend, da wirklich so ein Blatt geschaffen, was auch sich größter Beliebtheit auch in Teilen der AfD erfreut, wo wir dann wieder den Kreis schließen können zum Thema, was wir eben kurz angerissen haben. Ja, ist ja schon sehr AfD-nah, wenn ich nicht sogar sagen würde, fast das AfD-Blatt, ne? Kann man so schon... Eines Teils der AfD. Also man muss ja sagen, die AfD gibt es ja genauso wenig wie die SPD oder die FDP, aber große Teile auch gerade des Radikalen, des Völkischen, des sogenannten sozialpatriotischen Flügels um Kalbitz, um Höcke und dieses Klientel, das gutiert natürlich dann den Elsässer, der sich auch da breitwillig immer als Sprachrohr für diese Leute hervortut. Also ich finde es dann auch ganz gut, wir haben hier gerade jemand geschrieben, Philippinen. Die Philippinen sind ja eine Musterdemokratie sozusagen. Ja, da können wir vielleicht noch ein bisschen was von lernen. Also, ich würde jetzt auf jeden Fall das Video starten. Axel, du bist wohl vorbereitet auf das Video. Und los geht's. Es wurde nicht frei. Mies auseinandergenommen. Frei, hat er nicht. Er hat sich mies auseinandergenommen. Hat er nicht. Er ist die ganze Zeit. Meine Frage lautet also: Lügen Sie bewusst oder haben Sie nicht recherchiert? Dramatisch. Hallo, liebe Freunde der Wahrheit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Besprechung des aktuellen Kompaktmagazins Heftkritik. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich froh, dass ich quasi alle 4 Wochen gezwungen bin, das Magazin zu lesen, weil mir sonst einiges entgehen würde. Ich bin ja eine alte Leseratte. Und habe halt früher so Süddeutsche Magazin, Spiegel und sowas gelesen. Und Kompaktmagazin ist das, was diese Magazine mal versprochen haben zu sein. Wieder eine ganz grandiose Ausgabe. Und es scheint so, als ob, ich verzeihe mir dieses Bild, Kompakt Blut geleckt hat beim Thema Satanismus. Eine Minute geschafft, Axel. Hart getriggert am Anfang, bombastisches Intro, Flair wird gezeigt, was auch immer, wahrscheinlich hat er mit Flair mal was gemacht, ja, Reichweite, junge Leute erreichen, ja, triggert ja schon hart, okay, was wird Flair in dieser Ausgabe machen, und zwar gar nichts, aber was natürlich als erstes bei mir hängen geblieben ist, und zwar, willkommen, Freunde der Wahrheit, ja. ist also der Messias, der jetzt in 18 Minuten ein Loblied auf Kompakt singen wird und da ist sozusagen die Wahrheit schriftlich zusammengefasst? Das ist ja sein Anspruch. Also er beleuchtet es ja quasi als die höchste Instanz der Wahrheitsfindung und wenn er es sagt, dann ist es wahr. Ne? Ist es der Oliver Janich, ist es dann so, ich stelle mir das ja dann immer vor, wenn man sich zu jedem Thema äußert, bin ich sowieso immer skeptisch. Ja, also wenn man ein Experte auf jedem Gebiet ist, aber ist es jetzt in dieser Verschwörungstheorie-Blase dann halt ganz einfach auch zu sagen, okay, ich witter jetzt hinter jeder Sache eine Verschwörung, also was weiß ich,
mein Autoreifen war jetzt platt auf den Philippinen. Das war dann wahrscheinlich ein Anschlag der Oberen, weil ich die Wahrheit sage. Und was weiß ich, also irgendwas, was im Leben passiert, ist jetzt alles immer Teil einer großen Sache. Und ich habe auf alles eine Antwort. Ich kann alles. Du wirst lachen. Ich bin auch schon im Vorfeld gefragt worden, als ich angekündigt habe, dass wir heute Oliver Jahr nicht behandeln. Da kamen wirklich Leute, sagten von wegen, okay, der Mann ist ja kein Dummkopf. Ja, das kann man ja wirklich nicht sagen. Der hat ja auch von vielen Dingen ja auch ein sehr profundes Wissen. Glaubt er den Scheiß eigentlich wirklich, den der erzählt? Ja, und ich muss sagen, ich habe damals im Jahre 2013, als seine Umwandlung quasi dann vom primär Libertären hin dann zum absoluten Verschwörungstheoretiker stattgefunden hat, mitbekommen über Leute, die ihn kannten, dass er wirklich davon ausging, dass er, wenn er an bestimmten Tagen ein Flugzeug benutzen würde, dass dieses dann abgeschossen werden würde von den Leuten, die verhindern wollen, dass er die Wahrheit sagt. Also der glaubt tatsächlich wirklich daran, dass er derjenige ist, der den Stein der Weisheit wirklich dann ausgebuddelt hat und die Weisheit also nicht mal mit dem Löffel, sondern mit dem Schaufel hat. Aber ist es dann nicht wirklich so, dass diese Leute dann auch nicht sagen, wirklich, also wenn sie nur ein Flugzeug bräuchten, ihn zu beseitigen, ich sag mal auf den Philippinen, sage ich jetzt mal so, naja, wenn man jetzt einen Oliver Jahr nicht loswerden wollen würde, wenn bei der Welt, die er ja malt, rein theoretisch, ja, er malt ja schon ein sehr, sehr düsteres Bild mit Satanismus, Geheimbünden, Mächten und so weiter, wäre es ja normalerweise eine Kleinigkeit, so einen Wahrheitserzähler beiseite zu bringen. Ja, das ist ja die große Frage. Wir wissen aber natürlich auch nicht, was der Mann in den Philippinen für Schutzvorkehrungen getroffen hat. Also wahrscheinlich hat er alles mit Alufolie ausgekleidet, dass also die satanischen Strahlen ihn nicht erfassen und sein Hirn wurzeln können. Ja? Aber das ist natürlich immer sehr lächerlich, wenn man sagt, okay, er redet da von globalen Verschwörungen. Er redet davon, dass also da Eliten am Werk sind, die nicht nur die Wirtschaft kontrollieren, die nicht nur Merkel kontrollieren. Was übrigens in seiner Sicht der Dinge, die er äußert, eine kommunistische Weltverschwörung ist. Also das ist auch nochmal am Rande, da deckt er auch das Feindbild eben vieler Rechter noch mit ab, hier Antikommunismus. Ist halt eine kommunistische Verschwörung, die stattfindet. Aber diese Verschwörung kann ihn nicht ausschalten. Als den Wahrheitspapst, als denjenigen, der die Schlafschafe abfällt. Ist es dann schon selber ein Märtyrerstatus erarbeiten innerhalb dieser Bewegung sozusagen? Ich streame aus so einer Art in einem fernen Land, weil ich sonst hier mundtot oder ganz tot gemacht werden würde und so weiter. Ist das schon so eine Art Heldenstatus, der dann dort erarbeitet wird? Ich bin so wichtig, ich bin extra in ein sicheres Land gegangen, wo, was weiß ich, die USA keinen Zugriff haben oder sonst was. Ich weiß nicht, wie er es begründet, ich habe keine Ahnung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwo auch eine Erklärung gefallen ist, warum er jetzt in den Philippinen hängt und nicht mehr in Deutschland. Wahrscheinlich will er einfach nicht mehr in Deutschland bleiben, weil das ja hier ein besetztes Land ist, was von einer Marionette der kommunistischen Weltverschwörung regiert wird. Du kannst ja irgendwas rauspicken von 100.000 Verschwörungstheorien, irgendwas trifft halt zu, weil er vertritt sie ja alle. Ne? Er vertritt ja QAnon, das ist diese bluttrinkende Eliten, amerikanische Sekte, die davon ausgeht, dass wirklich die Eliten in den USA basierend aus dem Establishment der Politik, als auch der Schauspieler und der Reichen und Schönen, sich quasi dadurch jung erhält, indem mit Kindern eben dann verkehrt wird und das Blut getrunken wird von Säuglingen und solche Geschichten erzählen, dass wir so ein Satanskult. Und das Lustige ist, Präsident Trump wäre derjenige, der hinter den Kulissen diesen Kampf quasi dann führen würde gegen diese Eliten und gegen die Satanskulte und völlig irrsinnig. Warum ist das? Das ist ja das Schlimme wirklich so, dass wenn du Verschwörungstheorien vertrittst, du die in jede Richtung ja quasi ausweiten kannst, weil du brauchst ja keine Beweise, ist ja ein Glaubenskonstrukt. Und jeder Normaldenkende würde ja eigentlich sagen, okay, Trump ist jetzt Präsident der USA, der ist jetzt quasi der Kopf der Republikanischen Partei, absolute Elite, auch von Lobbyisten durchzogen, ähnlich wie die Demokraten. Wie kann der nicht Teil dieser sein? Das wäre für mich das Paradebeispiel für einen Lobbyisten, auch was Trump ja nun bis zur Perfektion wahrscheinlich sein Leben lang auch ausgemacht hat, der genau wusste, wie er auch das gegen das System spielt und dann das System für sich ja auch genutzt hat. Genauso hat Oliver Janich in einem anderen Video hat er zum Beispiel JF Kennedy als Rede benutzt und so weiter, aber gerade doch würde man doch nie ohne die Eliten Präsident werden in den USA. Für mich beißt sich das da schon. Das ist für mich völlig abwegig, wenn die Eliten nicht wollen würden, dass irgendjemand Präsident wird, dann hätte der gar keine Chance. Also müsste er ein Teil davon sein und dann widerspricht es ja schon, dass er ein Trump-Anhänger ist.
Ja, also das ist aber mit Putin ja genauso. Ja? Also Putin selber, der auch wirklich für Verschwörungstheorien reichlich Nährboden gibt, ja, der wirklich in seiner autoritären Regierung, die ja mehr Diktatur ist als wirklich Demokratie, ja wirklich mit mafiösen Strukturen verwoben ist, ja, der ein ehemaliger hochrangiger Geheimdienstagent ist, ja, wo man wirklich sagen könnte, okay, da könnte man irgendwo noch so einen James-Bond-Roman wirklich draus extrahieren, ganz nah an der Realität, auch der wird jetzt zur großen Lichtgestalt erhoben, ja, auch der ist ja natürlich dann ein Freund der Wahrheit, auch der ist ja dann ein Freund der freien Völker, das ist immer so ein bisschen so Cherry-Picking, der gefällt mir, der ist aus allem außen vor, der ist natürlich nicht Teil des Problems, sondern er arbeitet an einer Lösung, die wir auch wollen und alle anderen, die man gerade nicht leiden kann oder die andere politische Ansichten vertreten, sind eben Teil der satanischen Verschwörung. Und ja. Axel, mein Lieber, du siehst mich gerade nicht grinsend, aber wir werden ja bald Technik für dich haben. Es ist, ich hatte mir mit Axel vorgenommen, 90 Minuten. Ich werde immer wieder unter dem anderen Videostand, ich bin Axel manchmal ins Wort gefallen. Ich muss Axel manchmal ins Wort fallen. Ich kann dem Axel auch sehr lange zuhören, aber ich muss Axel ab und zu ins Wort fallen. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, jetzt hier am Anfang auch schon das Cover gesehen. Satanismus ist für mich eine Sache, also Satanismus spielte in meiner Radikalisierung, in meinem Extremismus überhaupt keine Rolle. War eine Randerscheinung von, sage ich mal, aus dem Bereich des Metal oder so, ja, also aus der Musik, aber das ist hier schon bitter ernst gemeint mit dem Satanismus, oder? Das ist ja die eins der Hauptfelder der Verschwörungstheorien, eben von diesen Quanon, von diesen Truthern, die eben davon ausgehen, dass diese Satansverschwörung eben global ist, dass es globale Eliten sind, die eben diesem Satanskult angehören und die eben auch dann weltweit Kinder entführen, umbringen, deren Blut saufen und quasi mit den Sex haben, Pädophilen bringen. Dann werden wir uns mal anhören, was er dazu zu sagen hat. Wir haben ja eine Minute geschafft. Axel, ich bin stolz auf uns beide. Hauptthema Satan in Hollywood, Kabale der Reichen, Blut der Schönen. Da ist alles drin. Also die ganzen Künstler, die sich zum Teil offen zu Satan und dem Teufel bekennen. Einige Fernsehserien geschildert, wo einfach das passiert, was wirklich wahr ist und wo zum Beispiel auch die Lady Gaga mitspielt und sie mehr oder weniger das spielt, was Fakt ist, nur dass es sich um eine Horrorserie handelt. Ich muss hier nochmal kurz unterbrechen, Axel, ich versuche es wirklich weiterzulaufen zu lassen, aber das hier bringt mein nicht satanisches Blut schon zur Wallung. Also es gibt Netflix-Serien, die Wahrheit schon verbreiten, das ist so. Welche ist das? Kann das der Chat mal schreiben? Welche Netflix-Serie ist das, wo die wahre Geschichte von Satan erzählt wird? Ich meine, es gibt ganz viele. Also, Lucifer läuft auf Amazon Prime, nicht auf Netflix, ne? Ja, ist so, ja, Lucifer. Habe ich auch mal geguckt, war gar nicht so schlecht. Aber das ist dann alles real, oder was? Oder ist das hier ein Rosinenpicken? Mal kann ich mir das so hindrehen, was real ist, und dann ist Netflix wieder, aber schon, Netflix ist ja schon sehr, sehr Mainstream, ist ja nun eines der einflussreichsten Medienunternehmen der Welt geworden. Ja, natürlich, logisch, aber ich sage ja, als Verschwörungstheoretiker macht man Cherry-Picking, ne? Also man malt zwar in groben Zügen immer dann die Welt in schwarz und weiß, in richtig und falsch, aber wenn man gerade was braucht, was einem selber unterstützend ist, dann pickt man das raus und das ist dann gut. Wie bei den Politikern, der gefällt mir, der ist kein Teil der Verschwörung, dann ähnlich auch bei Mainstream-Medien, das gefällt mir, das ist nicht Teil der Verschwörung, da wird ausnahmsweise mal die Wahrheit gesagt und so wird halt immer alles so zusammengebastelt, dass es irgendwie, ne, so ein bisschen realistisch ausschaut in diesen ganzen Theorien. Also, was natürlich auch hart war, war jetzt dieser Text zum Beispiel, eine Musikerin hat dann gesagt irgendwie, ich habe meine Seele dem Teufel verkauft. Ich meine, das ist ja ein Ausspruch, dass ich hab auch noch bestimmt in den letzten Tagen mal gesagt, um Gottes Willen oder so. Ja, also, und ich bin trotzdem nicht gläubig oder so. Ich glaube, das ist ja einfach auch, hier wird ja ganz normaler Sprachgebrauch. Und natürlich kann ich mir das vorstellen, dass wenn eine 18-jährige, gut aussehende Frau irgendwie an einen einflussreichen Hollywood, das ist ja nun mal auch bewiesen, ja, da gab es Prozesse, dass die dann sozusagen verteufelt sind, aber das ist nach meiner Meinung leider ein ganz normales Machtspiel, wie auch überall anders auf der Welt. Natürlich, man hat mit dem Jeffrey Epstein ja gesehen, es gab die Casting-Couch und letztlich ist den Frauen da auch gesagt worden, von wegen, okay, du musst mir jetzt gefällig sein, dann kriegst du Jobs, wenn nicht, dann kann ich nichts für dich tun. Also das ist leider traurige Realität gewesen, diese Ausbeutung von Frauen.
und dieser sexuelle Missbrauch, aber es wird ja immer dann in einen großen Kontext gestellt. Ist ja nicht einfach so, okay, da ist jetzt einer, der hat Scheiße gebaut, oder nehmen wir an, da ist jetzt auch wirklich ein Ring gewesen von Leuten, die sich zusammengeschlossen haben, die wirklich dann als kriminelle Vereinigung fungiert haben, auch das halte ich für möglich. Es wird direkt ein globaler Zusammenhang hergestellt. Es ist direkt dann eine riesige Verschwörung, in der wirklich alle involviert sind, bis hin zu den höchsten Ämtern und Machtstellen des Staates, was dann ja wieder genutzt wird, um eben dann Front gegen den Staat an sich zu machen. Aber wäre es dann nicht, ist es dann nicht schon Scheiße vom Satan oder von den Satanisten, dass das alles so bekannt ist und dass sie da noch eine Serie drüber drehen und dann alle die Wahrheit wissen, oder? Das ist ja genau dasselbe, was diese ganzen Verschwörungstheoretiker immer zeigen, dann das Freimaurersymbol mit dem sehenden Auge auf der Pyramide, was auf dem 1-Dollar-Schein zu sehen ist. Da habe ich auch mal gefragt, liebe Leute, eine Geheimgesellschaft, die wirklich so in die Öffentlichkeit geht, auf einem Dollarschein, den jeder schon mal gesehen in der Hand gehabt hat, was soll das? Aber ja, die reiben uns das unter die Nase. Sie wollen uns ja zeigen, dass sie die Macht haben, uns zu manipulieren, und reiben sich die Hände, wenn sie ihre eigenen Symbole sehen. Also das ist dann die Erklärung, die von Verschwörungstheoretikern kam. Okay, wir lassen das mal laufen. Satanismus bin ich echt raus. Das wird mir wirklich zu wirr. Satanismus ist mir dann auch so. Ich habe noch Bilder, ich bin mal über, als ich ein junger Skinhead war, bin ich über den Friedhof gegangen und da sind mir Leute entgegengekommen, die mich dann eingeladen haben, mit ihnen Schweineblut zu trinken, wo ich gesagt habe, no thank you. Also das habe ich noch so im Kopf. Ja, aber das hier jetzt so groß aufzuhängen und Lady Gaga jetzt hier neben ein altes, ja, was ist da, ein Pentagramm und ja, Pyramide soll das wahrscheinlich darstellen, da oben wieder. Ja, ist halt Gewalt, hier wird auch mit gewaltigen Bildern gearbeitet. Das, was sie den normalen Medien zum Vorwurf machen, ja, wo wir auch immer unsere Kritik äußern, ja, bevor das jetzt hier falsch verstanden wird, aber da wird genauso mit den Bildern gearbeitet wie alle anderen auch. Und man muss ja sagen, es gibt ja auch nicht den Satanisten. Ja? Es gibt ja Satanisten, die wirklich so diesem Hollywood-Bild entsprechen, weil sie Blutsaufen und Orgien und wirklich das Dämonische rauslassen wollen, die das personifizierte Böse verkörpern wollen. Es gibt aber auch Satanisten, Paganisten, die selber quasi sagen von wegen, okay, wir sind deswegen Satanisten als Gegenentwurf, dass es einen großen Gott gibt, der über uns bestimmt. Wir wollen selbstbestimmt sein, wir wollen unser eigener Gott sein. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer als das, was da dargestellt wird, als wenn Satanisten alle aus einem Guss wären, als wenn das alles wirklich so diesem Hollywood-Bild entsprechen würde, von wegen, da sind die blutsaufenden, mordenden, vergewaltigenden Übermenschen dann, die alle anderen irgendwie zugrunde richten wollen. Ne? Ich lasse das hier mal laufen, Thema Satanismus, wow, ist für mich schon, bin ich raus, um ehrlich zu sein. Alles drin, und noch mehr, als ich auch bisher wusste, also zum Beispiel Marina Abramović ist drin und einige Informationen über ihren Mentor, die ich nicht kannte. Dann gleich im nächsten Stück, Das stille Sterben der Stars, Avicii, Chester Bennington, Chris Cornell, sogar ein Vergleich der erstaunlichen Ähnlichkeit von John Podesta mit Chester Bennington ist drin. Jetzt muss ich hier schon wieder anhalten bei 2 Minute 3:30. Also diese Stars sind nicht an, ist eine andere Theorie, ist nicht Selbstmord gewesen. Avicii, Chester Bennington, was sollen dieses Bild darstellen, Chester Bennington und der andere mit der Brille? Wahrscheinlich sind das die, die aus der Reihe getanzt haben, die Wahrheiten kundgeben wollten und die dafür umgebracht worden sind. Das ist die alte Theorie, ne, da ist einer nicht gestorben und dann kommen dann immer so die geilen Argumente. Ja, ein Arzt hat gesagt, er ist der Meinung, dass, also irgendeine Meinungsbekundung von irgendeinem wird dann herangezogen, quasi dann den Beweis zu erbringen, dass es eben dann die Elite gewesen, die satanische, die potenzielle Zeugen ermordet hat. Ne? Das ist, aber das, also es ist, tut mir leid, vielleicht schaffe ich es einfach auch kognitiv jetzt nicht, ja. Aber ich bitte klär mich auf, Axel, oder irgendjemand hier aus dem Chat. Ich verstehe den Zusammenhang jetzt nicht, dass jetzt hier 3 Stars, die jetzt Selbstmord begangen haben, was das damit zu tun hat, dass Chester Bennington, er sagte ja, Missbrauchsopfer auch ist und so weiter, dass die dann von den Eliten sozusagen missbraucht worden sind. Also QAnon, ja. Ja, die hätten Namen nennen können, die hätten sagen können, in welchen Palästen und in welchen Geschichten sie wirklich da missbraucht worden sind und deswegen wurden sie ausgeschaltet. Das ist die Theorie, die dahinter steht. Ne?
Aber dann müsste es ja eigentlich, dann würde ja aber eigentlich eine Wahnsinns-Suizidrolle auf uns, Welle auf uns zurollen, oder nicht? Ich meine, man kann doch nicht hinter jedem Suizid von einem Rockstar, kann man doch nicht davon ausgehen, dass wenn die ein Leben auf der Überholspur leben, dass da alles noch hier. Ich meine, ich selber hatte mal so eine Art kleine Überholspur und habe schon gedacht, das macht mit dem Kopf was. Da will ich mir so einen Rockstar gar nicht vorstellen. Ja, das sagst du jetzt, aber du bist halt eben auch noch ein Schlafschaf und du bist nicht aufgewacht und du musst dir dann anhören, was der Oliver Janich in stundenlangen Videos da an Theorien zusammenklaubt, und dann ergibt das alles Sinn. Ne? Ja, vielleicht müsste ich dann mehr gucken, aber es wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, gebe ich ganz ehrlich hier zu. Gucken wir das mal an, was. Aber das Kompakt, das auch als Thema so irgendwie macht, das ist aber schon für mich, das ist ja Leute wirklich ganz unten abholen. Das ist ja Verschwörungstheorie ins Gehirn, ballern vom Feinsten. Da sitzen dann Leute wirklich davor, ja, das macht mir Sinn. Der eine Brillenträger sieht aus wie der andere Brillenträger, und deswegen, ich verstehe den Zusammenhang jetzt hier von diesem Bild nicht. Ja, das muss man nicht verstehen. Also letztlich ist es auch sehr schwierig, weil es immer heißt, also das haben wir auch schon als Kritik immer gehört, redet doch mit diesen Leuten. Wenn jemand ein Brett vorm Kopf hat, prallen Argumente davon ab. Es gibt ein klapperndes Geräusch, aber keinen Dialog. Also man kann ja voraussetzen, dass Menschen auch in der Lage und imstande sein müssen, sich mit Dingen faktisch auseinanderzusetzen. Ja, und das wollen die nicht. Die haben einen Glaubenssatz wie eine Religion, da glauben die dran. Und egal was passiert, egal was man gegen vorbringen kann, es wird trotzdem daran festgehalten. Und je mehr man ihr Glaubensbild versucht, durch Fakten zu erschüttern, umso energischer versuchen sie es zu verteidigen und gehen umso mehr in die Offensive damit. Deswegen ist es völlig sinnlos, mit solchen Leuten zu diskutieren. Und das ist auch die Zeit wirklich nicht wert. Also das ist genauso mit religiösen Fundamentalisten oder politischen Extremisten, die verfolgen eine Mission und sind nicht ergebnisoffen. Ja, wenn man ergebnisoffen ist, ich höre mir sowas an, und wenn da eine Sache bei ist, wo ich sagen kann, okay, die kann ich mir jetzt auch nicht erklären, die klingt komisch, dann ziehe ich zumindest was in Betracht und sage, okay. Aber das geht ja gar nicht. Vielleicht so sein, aber das wollen wir gar nicht. Die sagen ja auch nicht von wegen, okay, wir stellen Fragen. Sie sagen ja schon, wir haben die Lösung parat. Wir haben wirklich den Stein der Weisen gefunden. So ist es und nicht anders. Und alle anderen wird dem untergeordnet. Und das ist ja schon der Fehler bei diesen Leuten. Also wir bedanken uns auf jeden Fall bei der Community von Oliver Janich. Wahrscheinlich sind noch Tim K.-Anhänger und Volkslehrer dabei. Schön, dass ihr auf dem Kanal seid. Wir wünschen euch eine tolle Unterhaltung. Schön, dass ihr da seid. Und viel Spaß an die Mods. Aber wir gehen mal weiter. Ich bin mal gespannt. Wir wollen halt auch mal einen unterhaltsamen Kanal mit vernünftigen Menschen sehen. Ich meine, wenn ich mir die ganze Zeit Janich, Kellner und den Volkslehrer antun müsste, da würde ich mir auch alles andere angucken, was irgendwie mal ein bisschen Abwechslung in dieser traurigen braunen Soße reinbringen würde. Ist so, sehr gut gesagt. Und wir legen mit dem Video wieder los. Das habt ihr garantiert noch nie so in einem Printmagazin gelesen. Also ich habe natürlich Videos drüber gemacht, aber sind auch da noch einige neue Details drin. Unglaublich. Also wird eben auch da die These, wie immer, neutral geschildert, untersucht, ob die nicht ermordet wurden. Dann gleich das nächste Stück Whistleblower. Ganz kurz, Axel, wirklich ganz kurz, die These aufgestellt, dass sie nicht doch ermordet wurden. Ich meine, wie will man das jetzt im Nachhinein? Das kann man einfach in den Raum schmeißen und so stehen lassen. Ich schmeiß was in den Raum, ich habe die These, Erich Honecker lebt immer noch in Südamerika. So, Peng. Ja, wer kann das Gegenteil beweisen? Ja, also das ist für mich einfach. Es gibt von irgendjemand die These, so wie du gesagt hast, irgendein Arzt hat irgendwo gesagt, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Selbstmord war, hat wahrscheinlich nie die Leiche gesehen, war nie an dem Fundort, hat keine Befunde oder sonst was und sagt, gut, ich werde mal gucken, wer da drauf anspringt im Internet, und dann behaupte ich das einfach mal. Also ist für mich einfach, da kannst du ja alles einfach mal in den Raum schmeißen. Ja, aber das machen die auch. Die schmeißen ja alles in den Raum. Das ist ja genau das, was Verschwörungstheoretiker machen. Sie schmeißen alles irgendwie in den Raum, in der Hoffnung, es bleibt was kleben. Okay, jetzt steht hier Whistleblower im Wunderland. Sie sind echte Superstars, so gehören nicht zum Sumpf, sondern wollen ihn trockenlegen. Immer mehr internationale Berühmtheiten klären die Welt über die dunklen Seiten der Musik- und Filmindustrie auf. Okay, dann werden wir mal sehen, wer das ist und wer hier was aufklären möchte. Im Wunderland, Robbie Williams steht nicht allein. Also werden mehrere Stars aufgezählt, die eben auch ausgepackt haben über Satanismus und Pädophilie in Hollywood. Hat man auch so in der Zusammenstellung garantiert noch nie in einem Mainstream-Magazin gelesen. Das ist quasi wie eine, ohne dass ich erwähnt werde, aber es ist quasi wie eine schriftliche Zusammenfassung meiner ganzen Videos.
Halt kompakt, aber. Hier geht es jetzt, ich muss das Axel immer ab und zu sagen, weil er keinen zweiten Monitor hat. Also es ging jetzt hier nochmal um Tila Tikia oder so. Ich glaube, das war mal irgendwie so ein Starlet für irgendwas, ja, irgendwie. Ich glaube auch Erotik-Tänzerin oder irgendwie in dem Bereich oder Schauspielerin. Also die hat es ja auch einen Namen gemacht, indem sie auch dann so ein paar wirre Theorien dann da verbreitet hat. Ne? Also ist das dann jetzt so, ich muss mir das mal so vorstellen, also um das ganz klar zu sagen, aus meiner Sicht, ich kann mir diese Maschinerie Hollywood nur annähernd vorstellen. Ich glaube mir das schon, wenn man da noch kein großer Player ist, ist man abhängig und man muss Dinge wahrscheinlich tun, die man nicht tun möchte, um dort erfolgreich zu sein. Ist diese Maschinerie, kann ich mir schon irgendwie vorstellen, wie die funktioniert, besonders irgendwie auch auf weiblicher Seite. Aber dann nimmt man eine Tia Tikia, die dann irgendwann irgendwie, ich weiß nicht, welche Rolle die gespielt hat, aber die äußert sich zu irgendwas und auch ein Robbie Williams, der nun schwerst drogenabhängig und auch alkoholkrank war und so weiter, der sagt dann auch, ich weiß was, und da wird sich drauf gestürzt, das sind die neuen Faktentreiber dann von Oliver Janich und Co. Oder wie muss ich mir das so ein bisschen vorstellen? Ich sehe jetzt hier nur gerade Corey Feldman. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Corey Feldman war ein sehr berühmter Schauspieler in den 80ern. Hat ein paar echt gute Filme in den 80ern gemacht. Das Facebook-Profil von Corey Feldman muss man sich mal angucken. Das ist Fremdschämen pur, was der macht. Die Musik, die er da macht, was der für Sachen labert. Und das ist jemand, der Wahrheit bringt. Ich kann es jedem empfehlen. Schaut euch Facebook an von Corey Feldman, der hier gesagt hat, Pädophile sind überall in Hollywood, sie umringen mich und die ganzen und die anderen wie Geier. Man muss dazu sagen, dass Leute was zu erzählen haben oder selber Erfahrungen gemacht haben, das kann man ja gar nicht in Abrede stellen. Muss ja auch nicht sagen, okay, der Feldman, der hat ein Drogenproblem, der ist durch, dass der automatisch deswegen Scheiße labert. Ja? Aber es muss deswegen keine Riesenverschwörung sein, es muss deswegen nicht allgemein repräsentativ sein. Ja? Dass da immer von diesen pädophilen Ringen die Rede ist, ich kann mir schon vorstellen, dass es da, das haben wir bei Jeffrey Epstein gesehen, durchaus pädophile Netzwerke gab von Leuten, die mit jungen Mädchen und halben Kindern da gerne in die Kisten steigen wollten und auch gestiegen sind. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber es heißt nicht, dass das alles gedeckt, alles toleriert, alles bekannt und alles inszeniert ist von einer höheren Verschwörung, einer dahinterstehenden Geheimgesellschaft, dass da die Regierungen ihre schützenden Finger drüber halten und so weiter und so fort. Das ist ja das Perfide, dass wirklich Dinge, die es auch wert wären, investigativ wirklich dann recherchiert zu werden, wo man sagen kann, okay, da hat jemand was zu erzählen, da ist was passiert, ne? Das sind Dinge, die eben dann geklärt werden müssen. Es heißt nicht, dass das dann die Bestätigung für diese wirren Verschwörungstheorien ist. Ne? Ja, und ich bin auch mir ziemlich sicher, das ist immer wieder diese Krankheit der Pädophilie. Für mich ist das wirklich, es ist eine krankhafte Neigung. Es wird Pädophilie durch alle Schichten geben. Ja, nur natürlich die Menschen mit Macht oder mit Geld haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, da auch ein Netzwerk aufzubauen, als der einen Schrebergarten hat und da einen Bunker drunter baut und dort mehrere Kinder sexuell missbraucht und das filmt und so weiter. Aber dass das immer so durchzogen ist von allen Eliten, von allen Regierungen und alles wird geschützt, alles wird gestützt, ist für mich eine Sache, den Weg gehe ich keinen Zentimeter mit. Vor allem muss man auch sagen, von wegen so einen Ring aufzuziehen, ja, würde ja erfordern, dass es unheimlich viele Mitwisser gibt. Das heißt, es müssten ja wirklich alle mitspielen. Und diese Verschwörungsgläubigen, die wollen daran glauben, weil für die das alles aus einem Guss ist. Der Staat ist ein von oben gesteuertes Instrument, in dem alle mitziehen, in dem alle gleichgeschaltet sind, in dem es niemanden gibt, der eigene Entscheidungen trifft. Das sind alle Teile dieser teuflischen Verschwörung. Werden wir wissen, in der Realität gibt es Hunderttausende von Interessengruppen, ja, wo jeder gegen jeden sein eigenes Süppchen kocht und wo viele Leute auch dann solche Schweinereien nicht mitmachen würden, die sofort sagen würden... Axel, stopp! Wir haben 666 Zuschauer. Das ist der Beweis, dass wir doch zu dieser Clique gehören. Es tut mir leid, dass ich dich so unterbrochen habe. Es waren gerade 666 Zuschauer. Zwei Verschwörungstheoretiker haben gerade abgeschaltet. Wir sind nur noch bei 664. Es tut mir leid. Aber der Beweis ist eben erbracht. Ich habe eben drüber geguckt. Also... tut mir leid, dass ich das so unterbrochen habe, aber ich wollte diesen Kanal nur ad absurdum führen. Ja, weil ich habe heute extra kein Headband-Muster angezogen, damit es nicht heißt, das sind Freimaurersymbole. Ne, da habe ich ja auch schon mitgedacht, ne, um mich nicht direkt zu enttarnen als Hochgrad-Freimaurer der Klasse 12.000. Ne? Also, wir ziehen uns das noch ein bisschen rein, was der Herr Janich hier noch zu bieten hat. Schon auf vielen Seiten. Endlich
ist das alles mal in einem Magazin. Extrem wichtig natürlich. Extrem wichtig. Gehe noch kurz die anderen Themen durch, bevor ich so ein Fazit ziehe. Wie der Staat die Polizei zerstört. Berlin freie Bahn für Multikulti-Gangs. Mörderische Partyszene. Stuttgart in Angst vor der Migrantifa. Dann auch extrem wichtig. Das Kenntler-System, staatlich organisierter Kindesmissbrauch, wo auch darauf eingegangen wird, dass es nicht nur in Berlin war, sondern sich über die ganze Bundesrepublik erstreckt hat. Und es natürlich von dem Kenntler auch Nachfolger gab. Und auch unglaubliche Zitate von dem Kenntler selber. Müsste jetzt so weit vorblättern, aber vielleicht blendet man das ein Zitat ein. Das ist absolut unglaublich, was der von sich gegeben hat und da sein Unwesen treiben konnte. Zwei Zentner Backler war eine Fettaktivistin gegen Deutschland. Ja, hier war jetzt ja sehr, sehr viel drin. Ist, glaube ich, ein bunter Querschnitt von den Sachen, die auch passiert sind in letzter Zeit im Land. Ich glaube, sowas wie die Ausschreitung von Stuttgart könnten wir selber mal zum Thema machen auf dem Kanal. Ich glaube, dass keiner hier auf dem Kanal ist und sowas befürwortet, auch egal wer da ist und diese Demokratie herausfordert und dann mit Gewalt durch die Straßen ziehen, können wir selber mal zum Thema machen. Axel, ja. Ja. Wir haben dann das Kenntler wurde hier angesprochen. Ich musste Kenntler wirklich googeln, der sozusagen als Pädagoge mit jungen Leuten gearbeitet hat und aber auch als Gutachter unterwegs war und der selber pädophil war oder einen pädophilen Ring aufgebaut hat. Ist das so ungefähr zusammengefasst? Oder? Ist richtig, ja. Aber der Kenntler ist schon seit 20 Jahren über den Jordan? Ich glaube sogar 20 Jahre könnte hinkommen. Auf jeden Fall schon ein Grüttelmaß an Zeit. Ne? Warum wird das dann jetzt rausgeholt, um das zu zeigen, okay, Kenntler war mal in staatlichen Systemen drin als Gutachter und so weiter. Aha, das ist der Beweis, dass der Staat mit drin hängt, weil er sozusagen als Pädagoge für den Staat gearbeitet hat, oder was? Du hast das schon gut erklärt. Da soll eine Kontinuität aufgezeigt werden aufgrund von Einzelfällen, ja, dass da ein Einzelfall rausgepickt wird. Also ist jetzt einer von Tausenden von Gutachtern, aber der war halt selber pädophil und weil er eben im staatlichen Dienst arbeiten konnte, den muss ja einer eingestellt haben. Das heißt ja von wegen, dass da die Verschwörung offenbar geworden ist. Ich würde mal behaupten, man findet für alles einen Fall. Ja, ich weiß nicht, wie viele Staatsbedienstete wir haben. Also man muss dazu sagen, das ist ja auch ganz offen, da ist ja auch schon in den angeblich gekauften, etablierten Medien unheimlich viel darüber berichtet worden. Die Grünen haben ja damals wirklich pädophile Lobbyarbeit betrieben. Es gab ja damals einen Arbeitskreis, der von der Bundestagsfraktion finanziert worden ist, für Homosexuelle und Päderasten, die an einer Legalisierung eben auch dann von sexuellen Aktivitäten mit Kindern gearbeitet haben auf höchster parlamentarischer Ebene. Das haben die aber ganz offen gemacht und haben dafür auch entsprechend Gegenwind bekommen und Kritik bekommen. Das ist kein Geheimnis. Ja, das ist nicht, als wenn da hinter den Machteliten irgendwas passieren würde. Das sind eben dann Dinge, die in der Demokratie passieren, dass auch so eine Schweinerei und auch solche Dinge da eben versucht werden umzusetzen. Aber wenn es doch so wäre, warum ist denn damals das Gesetz nicht verabschiedet worden? Ja, hätten sie dann den Volksaufstand befürchtet oder sonst irgendwas? Ja, also man kann immer Einzelfälle rausgreifen, die aber nicht repräsentativ sind. Und diese Verschwörungstheoretiker versuchen eben diese Einzelfälle als das repräsentative Moment hinzustellen. Das ist das Beispiel, was es beweist. Genau. Und es darf keine unabhängigen Einzelfälle geben oder auch natürlich gibt es auch Verstrickung, aber dann ist es immer das ganz Große und das ist nur das kleine Teil, was offengelegt wurde sozusagen. Ja, und es werden auch Dinge eben außer Acht gelassen, wie andere Interpretationsmöglichkeiten. Ja, dass man einfach sagen kann, okay, es gibt menschliche Fehler. Es gibt vielleicht auch da jemanden, der einen eingestellt hat, ohne richtig in die Akten zu schauen, ohne vielleicht Beschwerden entsprechend nachzugehen. Klar passiert da Scheiße. Es wird auch vertuscht. Das kennen wir in der katholischen Kirche auch. Ja, das ist ja ein Riesenproblem, auch in diesem Thema, was jetzt wieder besprochen worden ist, wo jetzt auch dann Verhandlungen stattfinden über Entschädigungszahlungen eben dann für Missbrauchsopfer. Es ist ja nicht so, als wenn hier irgendwie eine geheime Lobby das alles irgendwie unterdrücken und unter der Narbe halten würde. Es wird ja auch offen darüber gesprochen, diskutiert und es werden ja auch Fälle ans Tageslicht gezogen, die vorher noch vertuscht worden sind. Ja, also da kann man ja nicht sagen, ist jetzt alles eine Riesenverschwörung. Letztlich passiert Scheiße auf der Welt, ja, aber es ist nicht immer ein riesen Masterplan dahinter, der das alles irgendwie zu verantworten hat.
Okay, also hier sehen wir dann noch die Taz-Kolumnisten. Zur Taz brauche ich mich auch nicht äußern. Von der Taz habe ich auch schon mein Fett wegbekommen, wenn das hier steht, 2 Zentner Baklava. Was die junge Frau da gesagt hat, ist auch selten an Blödsinn zu überbieten, ja. Ja, vor allem schäbig, muss man dazu sagen. Da hat sie entsprechend Morddrohungen bekommen und wie es ist im Internetkommentaren, also wenn ich wegen jeder Morddrohung, die gegen mich abgelassen wird, Polizeischutz beantragen würde, würde ich mein Leben nicht mehr für die Tür gehen können. Ja, aber die Frau, die wirklich noch vorher gesagt hat, von wegen hier, wir müssen die Polizei auf der Müllhalde entsorgen, wir brauchen keine Polizei, rennt dann zu eben selbiger von ihr mit diesen Bezeichnungen bedachten Polizei, um sich unter Polizeischutz stellen zu lassen. Das ist schon demaskiert. Ist schon sehr spannend, ja. Das ist schon schäbig, muss man einfach sagen. Also jetzt auch den Arsch in der Hose haben müssen, sagen so, okay, ich war vorher doof, ich war naiv, ich habe Scheiße erzählt. Aber das wird ja nicht gemacht. Das wird nicht gemacht. Das wird nicht gemacht. Ich habe die anderen gezeigt nach dem Motto, ich werde jetzt bedroht, was auch nicht okay ist. Ja, auch das ist ein Unding eigentlich. Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn ich sage, ich will die Polizei auf der Müllhalde entsorgen, was ja schon eine sehr deutliche und sehr extreme Position ist, kann ich nicht zur Polizei rennen, in dem Augenblick, wo er mir so ein bisschen die Hütte brennt. Ne, da muss ich auch einen Arsch in der Hose haben und sagen, komm, scheißegal, ich ziehe das jetzt durch, die brauche ich nicht, die will ich nicht, die sollen abgeschafft werden. Aber nee, dann werden die Dienste in Anspruch genommen und sich noch nicht mal für die Scheiße entschuldigt, die vorher noch da vom Zaun. Das ist so, Axel, ich wünschte, du könntest meinen Finger sehen, dass wir mit dem Video weitermachen. Wir versuchen uns ja einigermaßen... Einigermaßen an den Zeitplan zu halten. Heute spielt 20.30 Uhr noch der HSV und da muss ich natürlich auch dabei sein. Also, wir schmeißen das Video nochmal an. Ja, da geht es um so eine Antifa-Frau. Wenn ich da jetzt mal nichts sagen, dann politisch äußerst unkorrekte Überschrift. Wer zwang Hitler, Stalin anzugreifen? Putin als Geschichtsrevisionist? Dann nimmt der Jürgen Elsässer-Hüx selbst die Thesen von Wladimir Putin vor, zum Zweiten Weltkrieg, die ja entweder verschwiegen oder kritisch aufgenommen wurden. Und er stellt, der Jürgen Elsässer stellt da seine eigene Sichtweise gegenüber, durchaus auch kritisch, aber zum Teil auch zustimmend. Dann die große Säuberung Facebook und Co. gegen US-Patrioten. Also die Säuberung, die ist ja viel krasser, als wir das nehmen es jetzt wahr. Mit Martin Sender wurde ja von YouTube gelöscht. Bei ihm geht es weiter auf BitChute und Telegram. Aber was da alles gelöscht wurde, also Milliarden von Konten und also unglaublich. Hoho, Milliarden Konten wurden gelöscht. Man muss selber dazu sagen, Oliver Janich selber noch aktiv bei YouTube, ja. Und das ist dann ja immer schon sehr spannend. Milliardenkonten ist natürlich schon mal eine Sache. Auch dass Facebook gezielt Konten des Wahlkampfes in Richtung Trump löscht, ist für mich schwer vorstellbar. Ich weiß, dass Facebook ja einen großen Anteil an der Wahl hatte, so zumindest, ne, gibt es die Theorien. Ich will mich jetzt über den amerikanischen Wahlkampf heute hier nicht auslassen, aber hier kommt natürlich auch wieder viel zusammen. Was mich hart getriggert hat, oder was mich hart triggern, regt ja die Leute auf, wenn ich das jetzt schon immer sage, ist es natürlich, ja, solche Artikel, wer zwang Hitler, Stalin anzugreifen, war ja schon ein Thema auch zu unseren aktiven Zeiten, ja. Also, dass sowas dann in so einer Zeitschrift kommt, ist schon hart. Ich weiß nicht, wie der Artikel ausgesehen hat, aber das ist ja schon eine ganz alte Theorie, womit Rechtsextremisten ja schon seit 70 Jahren arbeiten, oder? Aber allein schon dieses von wegen Hitler zu entschuldigen mit seinem Angriffskrieg, er war gezwungen, er musste angreifen, dass das von Anfang an sein Plan war, den er nicht nur in Mein Kampf so niedergeschrieben hat über Lebensraum vom Osten, sondern dass das wirklich sein Wunschziel war, den Bolschewismus in Form von Russland zu besiegen, zu vernichten und wie er sie nannte, diese Schrottvölker quasi dann zu entsorgen, damit dort Lebensraum für seine arische Hochkultur entstehen kann. Das zieht sich durch Reden, es zieht sich durch geheime Absprachen, die er mit der Reichswehr damals getroffen hat. Es ist ja einfach erwiesen. Ja? Da kann man nichts dran rütteln. Und da wird immer noch der Versuch unternommen von solchen Leuten, auch da die Geschichte umzudeuten und wieder anzukommen und zu sagen, nein, der Hitler wollte ja Frieden, der ist ja in den Krieg hineingetrieben worden, was ja auch nichts anderes darstellt als wirklich für eine üble Geschichtskilterei. Und was auch nur denen in die Hände spielt, die versuchen dann ein anderes Bild der Geschichte zu zeichnen. Da haben wir damals auch mal dran gearbeitet, als Nazis, dass wir gesagt haben, der Nationalsozialismus, wir wollten keinen Krieg. Nein, natürlich nicht. Das waren die anderen. Das waren die Feindmächte, die Kapitalisten, die uns hineingetrieben haben.
Und das sind aber auch dieselben Feindbilder, die sich in dieser Verschwörungstheoretiker-Szene, die sich bei Kompakt wiederfinden, sich bei Janich wiederfinden, eben diese globale Verschwörung, der Kapitalismus, der entweder zum Kommunismus führt oder von Kommunisten ferngesteuert ist. Das sind dieselben Feindbilder, die wir auch damals in der Szene hatten. Es ist wirklich, ich wollte es gerade sagen, es ist fast 1:1 übernommen. Es ist schon, wenn man das ein bisschen zeitlich anpassen würde, wenn ich da so zurückgehe in der Zeit, sind das schon alles auch so Themen. Satanismus bin ich raus, da wäre ich auch damals raus gewesen, aber es sind alles schon so Themen, womit man Rechte, Rechtsradikale, Rechtsextreme schon mit hätte einfangen können. Ne? Besonders natürlich dieses Thema so aufgezwungener Krieg und so, das war in vielen Diskussionen, Abenden und in Gesprächen war das immer so, ja, dass man dort gewisse Leute dann zitiert hat, die gesagt haben, ja, dass Hitler sozusagen das gar nicht wollte und so weiter. Ein berühmtes Buch auch vom russischen Autoren, Stalins verhinderter Erstschlag, wo wirklich bar... Wer ist das? Schukow? Schukow? Nee, nicht Schukow. Schukow war es nicht. Auf jeden Fall ein russischer General. Ich habe das Buch auch gelesen, ja. Aber letztlich war dieses Buch ja wirklich auch nichts anderes als eine Meinungsbekundung, die ja wirklich bekannte Fakten, Dokumente ignoriert hat. Ja, auch da wurde wieder Cherry-Picking betrieben. Da wurde ein Bild gezeichnet für Leute, die dieses Bild glauben wollen, die das meinen, dann dadurch vermeintlich auch mit Quellen unterfüttern zu können, oder dass diese Quellen sehr singulär waren, dass diese Quellen also wirklich einseitig waren, auch bewusst einseitig. Das wird natürlich nicht thematisiert und so arbeitet auch Kompakt. Ja, da sind natürlich dann einseitige Quellen. Es werden dann da populistische Fragen gestellt, es werden populistische Fragmente eingeworfen, die Leuten eben dann vermitteln, ich bin wohl informiert, ich habe mich jetzt mit Dingen informiert, die andere Leute verschlossen bleibt, sehen aber nicht das ganze Bild. Ne? Gucken sich auch keine Bücher an, die dem widersprechen oder das widerlegen können, weil das ist ja dann auch wieder Teil der Feindpropaganda. Wir haben hier gerade den Namen Viktor Suvorov, war das. Suvorov, genau, mit S war es. Und man muss auch sagen, zu jedem Thema gibt es irgendwie so viele Meinungen. Jeder hat da schon mal irgendwas Kluges, Dummes, Idiotisches, Cleveres, Neues geschrieben. Das ist ja auch so ein Phänomen. Und mittlerweile das Internet bedient halt alles. Du kannst eingeben, macht Sellerie dumm, dann wirst du wahrscheinlich eine Seite finden, wo das steht. Ja, also du wirst irgendwie irgendwo einen Zusammenhang finden, was irgendwie, wenn du sowieso ein paar lockere Kabel hast, die nicht isoliert sind und sich ab und zu berühren beim Wackeln, dann wirst du dann irgendwie mit deiner Theorie bestätigt werden. Und das macht es, glaube ich, auch so gefährlich. Und das ist ja auch immer, was der Oliver Janich hier, glaube ich, ganz gut macht, ist ja, er schmeißt es so rein, so, weißt du, so, ja, Hitler, wurde ihm der Krieg aufgezwungen. Und natürlich, viele in der Bevölkerung fanden das dumm, was diese dumme Taz-Reporterin da gesagt hat. Ja, das war auch so ein mega dummes Statement. Ja, also hier wird natürlich schon ganz leicht immer so mitgegeben, wo er natürlich weiß, wie er die Leute so schon ganz gut mitnehmen kann auf die Reise. Das macht er sehr clever. Also er macht ja richtig auch dann Handreichungen für seine Jünger, wie man die Schlafschafe quasi dann überzeugen kann. Das ist schon massenpsychologisch sehr, sehr clever, dass quasi populäre Themen genommen werden, auch populäre Bedürfnisse in der Bevölkerung erkannt werden und diese halt mit diesem Irrsinn, der dahinter steht, verknüpft wird. Ja, weil das ist ja das, was ich immer sage. Wenn etwas auch von Rechten thematisiert wird, heißt es nicht, dass diese Thematisierung an sich schon falsch ist. Ja, da kann man über viele Dinge vortrefflich streiten, über viele Dinge auch herzlich anderer Meinung sein, als wie es eben in den Medien oftmals dargestellt wird. Aber man muss es nicht verknüpfen mit Extremismus, mit radikalen Positionen und mit Verschwörungstheorien. Nach dem Motto, da ist ein Masterplan, da ist eine globale Agenda dahinter und so weiter und so fort. Das macht es viel zu einfach, das macht es einseitig und das ist wirklich dann an der Wahrheit völlig vorbei argumentiert. Axel, ich würde versuchen, das Video laufen zu lassen. Wir liegen nicht so gut im Zeitplan. Ich würde versuchen, ein bisschen was laufen zu lassen. Gucken wir mal, was der Oliver Janich uns noch zu sagen hat. Also viele Sachen, die ich gar nicht wusste, sind auch da wieder drin. Dann hat sich doch einer tatsächlich das Buch vorgenommen von John Bolton, Der Feldzug gegen Trump, die Rache des Falken. Müsst ihr das Buch nicht lesen. Dann ein extrem spannendes Dossier, ja, apropos Lesevergnügen und Süddeutsche Magazin. Da geht es um den Aufschrei der Dirty Old Man, Hommage an die Literatur der Verzweifelten, die alten weißen Männer. Und unter anderem Charles Bukowski und hier wird der als der deutsche Bukowski bezeichnet, Jörg Fauser, wo übrigens auch der Verdacht besteht, dass der umgebracht wurde, weil er über die Verfilzung von Politik und Mafia berichten wollte. Hochspannend, das ganze Dossier. Lesevergnügen.
Dann auch ein sehr, sehr guter Artikel, da wird es sich freuen, dass ich ihn mal wieder erwähne. Ah, okay, ich habe keine andere Wahl. Also Charles Bukowski, ich bin ein großer Charles Bukowski-Fan. Ja, ist sehr lesenswert, muss man aber hart im Nehmen sein. Das ist schon, da sind Storys drin, ne? Alkohol, Frauen, Drogen, derbe Worte. Ja, ist schon krass. Wie Bukowski jetzt hier für mich reinpasst, ist mir nicht ganz klar. Bukowski hat mit allem und immer angeeckt irgendwas. Der war ja bei gar nichts konform, das muss man mal ganz klar sagen. Wer sich mit ihm beschäftigt, glaube ich, da sieht man wirklich, da ist Rebellion gegen alles. Autoritäten war nicht sein Ding, ne? Ganze Systeme nicht, stark dem Alkohol zugeneigt. Sehr, 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 sehr clever. Schmeichelhaft ausgedrückt, ne? Ja, ist glaube ich schon sehr schmeichelhaft, aber Dirty Old Man, ne? Oder White Man, weiß ich gar nicht mehr. Dirty Old Man ist, glaube ich, Dirty Old Man, glaube ich, ja. Dirty Old Man ist, inwiefern wird das jetzt hier benutzt, inwiefern passt Charles Bukowski jetzt hier rein? Der war gegen die Eliten, ist ein Außenseiter gewesen und versucht sich natürlich mit solchen Namen dann auch zu schmücken und auch wirklich dann Aussagen aus dem Kontext gerissen, Zweck zu entfremden, um dann quasi die eigene Position damit zu legitimieren, ne? Okay, ich muss dazu sagen, Charles Bukowski aber immer wieder in seinem Leben dann doch immer wieder ganz gut finanziell gelandet mit seinen Büchern. Ja, er hat, glaube ich, auch seinen Lebensabend in Europa noch verbracht oder so. Das weiß ich gar nicht. Kann das sein? Oder ich weiß es nicht, kann vielleicht jemand anderes sagen. Aber naja, ist natürlich jetzt hier, Bukowski ist dann immer noch mal eine Sache, die man rausholen kann. Aber ist für mich, ich weiß gar nicht, was der Oliver Janoch jetzt nämlich hiermit sagen will. Das ist ja auch das, was ich zu Axel vorher gesagt habe. Keine Ahnung, wenn ich mir das hier reinziehe und er labert hier über Kompakt und ich laber jetzt über den Mist, den er da labert, dann macht mich das schon fast wütend, Axel. Ja, wir sind halt nicht so aufgeklärt wie er. Das ist ja auch immer so eine Taktik von Verschwörungstheoretikern. Die hauen ja so viel Sachen raus, ja, wo man sich wirklich ja schon für eine einzelne Behauptung sehr viel Zeit nehmen muss, um diese zu widerlegen, um da zu sagen, von wegen, pass auf, das ist falsch aus folgenden Gründen. Aber die hauen ja quasi dann bam, 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 bam raus und auf den unbedarften Zuschauer oder den empfangsbereiten Zuschauer, der gerne glauben möchte, was da an Hintergedanken vermittelt wird, klingt das logisch. Das hört sich für die schon so an, ja, wenn der so 20 Sachen nennt, das muss ja dann irgendwo stimmen. Auch wenn davon 5 falsch sind, die anderen 15 werden es nicht sein, das muss dann schon so sein. Ne? Und es wird halt mit Haltbarkeit, mit Interpretationen, mit auch teilweise einfach Lügengeschichten gearbeitet. Ja? Also der ist auch rumgelaufen, hat nach der letzten Wahl in Bayern da erzählt gehabt, 2018, ja, das wäre alles manipuliert und gefälscht worden. Ohne irgendeinen Beweis, ja, es wird dann reichen, ja, ich habe gehört vom unehelichen Stiefhalb, Schwibschwager meines Friseurs, des Postboten, sein Goldfisch, der hat gesagt, da war jemand, der hat 5 ausgezählte Stimmen. Aber ist es einfach aufgrund der Reichweite, dass die Leute das dann glauben, wenn jemand dann sowas raushaut? Oder weil sie seriös sind? Ich meine, so absonderlich seriös, also Oliver Janich wirkt so seriös wie ich, also ja, also das ist, da ist jetzt nun kein großer Unterschied. Ich kann mir auch so einen schwarzen Hut aufsetzen und auch so tun, als wenn ich von den Philippinen streame. Und das ist letztlich ist da einfach dann die Ausstrahlungskraft. Ne? Das ist einfach so, er stellt sich hin, ich habe die Wahrheit gepachtet, ich weiß, wovon ich rede, die anderen sind alle dumme Schlafschafe, die anderen sind nicht informiert, ihr müsst erstmal eure Hausaufgaben machen, bevor ihr euch mit mir messen könnt. Das strahlt natürlich auf Leute auf, denn wenn du überzeugt bist, ja, wenn du hinstellst und sagst, so ist es, so und nicht anders, die anderen haben keine Ahnung, dann vermittelst du etwas. Und diese Vermittlung trägt bei einigen Leuten Früchte. Und du darfst doch nicht vergessen, die Mechanismen der sozialen Medien. Wenn ich mich jetzt hinstelle und sagen würde von wegen, okay, bei uns vor der Schule in Pullern, wo ich lebe und so, steht jeden Tag ein Pädophiler, der fängt da Kinder ab oder versucht, Kinder abzufangen. Ja? Ich stelle das in irgendwelche normalen Gruppen, nach dem Motto hier Netzwerk oder Stadtcommunity oder sonst irgendwie, ohne Überprüfung würde das hunderte Male geteilt und verbreitet werden, weil die Leute einfach denken, oh, das ist ja wichtig, da muss ja was gegen gemacht werden, da müssen wir aufpassen, wir müssen unsere Kinder schützen. Und genauso arbeitet ihr auch ja nicht, so arbeitet ihr kompakt, ne, dass immer Dinge, die den Menschen lieb und teuer sind, quasi als enorm bedroht, enorm gefährdet, enorm in Gefahr sein dargestellt wird, damit die Leute gar keine Zeit und Motivation haben, das größtenteils zu hinterfragen. Die sagen dann von wegen so, oh, mein Gott, das teile ich jetzt mal, das haue ich jetzt raus, das klingt ja logisch und das habe ich ja selber schon da und da und da und da gehört, das muss ja irgendwie stimmen. Und schon, bumm,
hast du in dieser Blase, in dieser Bubble dann schon eine unheimliche Verbreitungstendenz, die dann schwappt. Und du kennst das ja selber, wenn du von 20 Seiten hörst, da passiert was, dann hinterfragst du Dinge nicht mehr. Ah nein, die Häufigkeit macht's dann. Und sie werden ja auch dann weiter berieselt aus dieser Bubble. Aber wir kommen jetzt zu Konrad Zuse. Kompakt und Oliver Janich in Höchstform. Das Geheimnis des rechnenden Raumes, wie der Computer den Kosmos erschuf, nämlich ein Artikel über Konrad Zuse, der quasi den Film Die Matrix vorweggenommen hat, in einem Buch, wo er die These aufgestellt hat, wie natürlich andere Philosophen schon vor ihm, aber als in der Neuzeit quasi der Erste, die These aufgestellt hat, dass das Universum eine Riesensimulation ist, ein Rechner sozusagen, ein rechnender Raum. Hochspannend, der Artikel. Und ja, später in Filmen wie Matrix und so weiter auch verarbeitet wurde. Also er war nicht nur quasi der Erfinder des Computers, sondern hat sich auch philosophisch betätigt und malerisch. Maler war auch noch. Es ist ja oft so, dass diese Genies Allround-Genies sind. Dann, meistens haben solche Leute Inselbegabung. Die sind nicht Allround-Genies. Das ist ganz selten, würde ich eher behaupten. Konrad Zuse, ja, hat Matrix-Drehbuch geschrieben vorher. Philosophisch kann ich jetzt nicht nachvollziehen, habe ich mich auch nicht mit beschäftigt, gestehe ich ehrlich. Aber Matrix immer wieder benutzt von ganz unterschiedlichsten Verschwörungstheoretikern. Der Konrad Zuse ist doch ein Bauingenieur gewesen, der den ersten Computer, funktionsfähigen Rechner erfunden hat, 41. Ja, richtig. Den ersten Computer hat er quasi entwickelt als Ingenieur. Mhm. Auf jeden Fall Matrix, das Thema, auch wo der Film rauskam, blaue und rote Pille, natürlich so ein Thema, ja, Sehende, Nicht-Sehende, was bin ich, ein schlaffer Schlaf? Schlafschaf. Ein schlaffer Schlaf. Schlafkong. Schlafkong, also, hier hat jemand im Chat ganz gut was geschrieben, hat geschrieben, ja, Tote können sich nicht wehren und deren Aussagen können so hin und her manipuliert oder gedreht werden. Wie sie sich nicht mehr dagegen wehren können oder auch nicht mehr sagen können, dass sie fehlerhaft interpretiert sind. Ich halte das dann auch immer für sehr, sehr schwierig, sowas zu sagen. Ja, ich habe die Matrix vorgenommen. Auch hier wird ja schon, das ist ja, da wird ja auch schon wieder so Oliver Janich dann gesagt, so, ja, dass das Universum vielleicht ein Großrechner ist und so weiter. Das sind ja schon immer, da kommen ja die wirrsten Sachen ja auch immer entgegen, oder? Ich meine, das wird ja dann immer so abstrus. Aber dann ist das jemand, der sich aus der Matrix rausgenommen hat, ich habe sie jetzt durchschaut und das wird jetzt alles zusammenbrechen oder wie muss man sich das immer alles vorstellen? Ich weiß das immer nicht, ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, was in der Gedankenwelt los ist. Ich meine, ich hatte schon eine beschissene, verdrehte Gedankenwelt, aber das übertrifft vieles hier immer noch. Das wäre auch für mich damals, also ich war da immer trotz meinem Extremismus und meinen Wahnideen, die ich gefrönt hat, immer noch genug Realist, um sowas immer schon für totalen Spinnerkram zu halten, auch damals schon, muss man dazu sagen. Aber die Analogie ist natürlich schön. Die Analogie hat natürlich auch etwas, was Mythisches. Ja, das ist ja Populärkultur, auch Matrix. Jeder weiß, was damit anzufangen mit diesem Bild. Wir leben in einer schönen Welt, in der alles geregelt ist, aber hinter der Welt ist halt das kalte Grauen und wir müssen ums Überleben kämpfen. Und du hast die Wahl, entweder willst du in dieser Traumwelt weiter existieren, um dich der kalten Realitäten stellen zu müssen und den Kampf aufzunehmen, oder du nimmst eben die rote Pille und wachst auf einmal auf. Und diese Analogie, das ist ja auch in der Truther-Szene in den USA, heißt das ja, du bist jetzt red-pilled, du bist jetzt erwacht, du schaust jetzt hinter den Vorhang, du erkennst jetzt, dass das, was uns hier gezeigt wird, von den Medien, von den Etablierten, alles falscher Schein ist, dass das nur ein Schauspiel ist und du schaust jetzt hinter diesen Vorhang, hinter diesen Nebel, der quasi ausgestreut wird, um dich in Sicherheit zu wiegen. Das ist ja so diese latente Aufforderung, wach auf und kämpfe jetzt. Aber hat natürlich auch was gut zu tun, dass das so eine Community zusammenschweißt, ne? Ja, dass wir sind jetzt die Sehenden, wir sind die sozusagen die, wie hast du gesagt, Red Pills? Red Pill, genau. Red Pill. Und das hat natürlich schon ein ungemeines Gefühl. Wir kennen das selber. Wir haben auch Leute erhoben über andere. Das ist ja auch ein ganz einfaches Erheben von Leuten. Ja, wenn du mich konsumierst, wenn du mir folgst, wenn du meine Wahrheiten glaubst, dann gehörst du den Sehenden an, denen, die das System durchblickt haben, die sich dagegen wehren können. Gibt natürlich ein starkes, elitäres, Gedankengut mit. Ja, natürlich, letztlich spielt es denen auch in die Hände, weil da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, wir haben ja nun mal schon
eine nicht gleichgeschaltete, aber schon mitunter eine sehr monotone Berichterstattung in bestimmten Themen. Ja, da muss man schon wirklich suchen, dass man da anders laut eine Position findet. Ne, der Mainstream ist halt wirklich so in eine Richtung schon, weil der einfach auch funktioniert, weil das Konsumentenverhalten so ist. Und den Leuten fällt es natürlich dann sehr, sehr leicht, mit dem Finger darauf zu zeigen, das dann zu dramatisieren, das dann wirklich noch schlimmer darzustellen, als es wirklich ist und zu sagen, da wird sowieso immer nur das Gleiche erzählt, ich erzähle mal was anderes. Ja, das ist für viele interessant, weil sie einfach auch mal eine andere Sicht der Dinge sehen wollen, weil man generell ja schon skeptisch ist, wenn auch so ein bisschen von dem, was berichtet wird, nicht mit den eigenen Emotionen, den eigenen Lebenserfahrungen in Einklang zu bringen ist. Und dann kommt dann jemand, der genau diese Klaviatur spielen kann und schon denkt man sich so, oh, der weiß ja, wie es mir geht, ne? Und dem höre ich jetzt mal zu. Und wenn er dann noch eine schöne Erklärung liefern kann, die einen selber wunderbar dastehen lässt, ist natürlich denkbar, einfach dem auch zu folgen und zu sagen, so, ja, Mensch, ja geil, ne? Der hat jetzt hier aber alles für mich hier erklärt, der Vorhang hat sich gelichtet, ich bin jetzt selber totale Elite, weil ich das blicke und kann andere aufklären und habe damit schon quasi bewiesen, dass ich ein toller, intelligenter, guter Mensch bin. Ne? Axel, ich würde versuchen, das Video nochmal weiterlaufen zu lassen, damit wir einigermaßen im Zeitplan bleiben. Ich kann es immer wieder erwähnen, der HSV spielt gleich und wird gewinnen natürlich. Ein Porträt von Kraftwerk. Der Band, dann quasi noch einmal für Wilhelm Zoo, der letzte Text des Dramatikers Rolf Hochhuth, den er für Kompakt geschrieben hat, sozusagen sein Vermächtnis, politisches Testament. Das ist natürlich bedeutend. Dann die Kapriolen des Weltgeistes, Hegel denkt, Marx lenkt oder umgekehrt, ein Porträt von Hegel, die hegelische Dialektik, nach der er die Macht der Mitte quasi vorgeht. Das ist aber hier nicht der Fokus, sondern wie es eben Hegel gedacht hat. Also Geschichte als dialektische Weiterentwicklung. Dann die Kolumnen, Hartlages BRD-Sprech. Hartlage beschäftigt sich mit der Wutrede, die immer dann Hassrede genannt wird, wenn sie dem Establishment nicht passt. Boah, also man muss ja fast davon ausgehen, dass der Oliver ja nicht dafür bezahlt wird, für Kompakt das zu machen, oder? Nö, aber er schätzt natürlich dessen Reichweite, weil Kompakt ist halt im Gegensatz zu Janich ja wirklich im Bildzeitungsformat. Das erreicht ja nochmal ganz andere Kreise. Nur letztlich ist ja eine Gefälligkeitsrezension, die er da macht. Er spricht ja dann von Kompaktkritik. Also ich habe bis jetzt da noch wirklich kein einziges kritisches Wort. Nee, da ist ja jeder Artikel gut. Also ich habe selten eine Zeitschrift in der Hand, wo ich alles gut finde. Hier ist ja wirklich alles gut drin. Also was hatten wir jetzt eben? Kraftwerk oder Kraftklub? Nee, Kraftklub sind die neuen. Kraftwerk, ja, mit Beethoven, Mozart und Wagner in einer Reihenfolge. Gut, sagt mir jetzt nicht so zu. Wir haben das Gegenstück von Hartlags BRD, Sprech, Wutrede, was ist Hate Speech und so weiter. Also das ist das, was mir so schwerfällt an diesem Beitrag von Oliver Janich, dass hier im Endeffekt nichts, kein Artikel wird hier genauer auseinandergenommen, wird nicht gesprochen. Hier wird mit starken Bildern auch gearbeitet von einem Vermächtnis auf den letzten deutschen Kaiser. Ich bin absolut gegen Monarchie, ich bin auch ein absoluter Gegner vom Kaiser. Diese ganze kaiserliche, königliche Clique, die den Ersten Weltkrieg da incestuös irgendwie untereinander dann getrieben haben und Millionen Menschen gestorben sind, da der Kaiser braucht keinen Nachruf. Und die Erben des Kaisers sind alle sehr, sehr weich gefallen. Also Wahnsinn. Letztlich, man sieht, was die Monarchie also wirklich da auch an Problemen verursacht hat, aber gerade, dass er als bekennender Anarchist, ja, als Libertärer dann wirklich da noch da Propaganda für den Kaiser macht und für die Monarchie macht. Ich meine letztlich, dass man sich historisch darüber informiert, da hat jeder sein Steckenpferd, die einen gucken sich gerne die Schlacht von El Alamo in den USA an, die anderen gucken sich den Kaiser an, wieder andere haben ein Faible eben dann für neuere Geschichte, das ist ja jedem selber überlassen, aber auch da steht das ja wieder in diesem Kontext, Nationalstolz, wir wollen stolze Patrioten sein, natürlich auch kritische Patrioten, die dem Merkel-System mit seinen Überfremdungsplänen entgegentritt. Ja, auch das ist ja eine Agenda. Ja, da wird ja nicht einfach aufs Geratewohl über irgendjemanden berichtet, sondern das ist ja schon wieder gezielt herausgepickt, um da wirklich auch wieder eine klare Linie zu fahren, als vermeintlich objektive Journalisten, die wirklich in alle Richtungen offen sind. Da findet man aber komischerweise keine schlechten Worte über solche Menschen. Ne?
Ja, und würde nach meiner kurzen Betrachtung seiner Biografie würde das so gar nicht zu ihm passen. Ja, zu seiner Weltanschauung, aber die sich ja auch sehr radikal verändert hat. Aber ich würde das jetzt hier nochmal laufen lassen. Ja, das Bild hier von Greta Thunberg und dann der Hart lag es daneben. Muss auch ehrlich gestehen, ja. Und der Ralf hat gerade den Kanal Support und hat geschrieben, im Kaiserreich herrschte Impfpflicht, muss man wissen. Ja, also spannende Da fing die Verschwörung schon an damals. Das ist der Beweis, ne? Ja, also das sind immer sehr gute Fakten. Vielen lieben Dank für den Chat, der auch dabei ist. Der muss ja heute einiges aushalten mit vielen Kindern, die sich hier umhertreiben. Aber dieser kann ja halt schon ganz andere Sachen ausgehalten und wir werden das weiter aushalten. Ja, also überhaupt kein Problem. Wir lassen das mal laufen und hören uns die weitere Ehrenbauchtasche. Werbesendung von Oliver Janich an. Dann meine Kolumne, ja. Die Überschrift heißt Viren, welche Viren? Da habe ich also die These aufgestellt, die auch in meinem gelöschten YouTube-Video zu sehen ist. Und ich kriege immer wieder auch Bemerkungen auf YouTube in den Kommentaren dazu von Leuten, die das nicht gesehen haben. Ihr könnt es euch sparen, bei mir auf YouTube zu kommentieren, wenn ihr nicht Telegram habt. Die meisten Sachen, von denen ihr denkt, die sollte ich doch mal bringen oder bewerten, die habe ich auf Telegram gebracht oder bewertet. Und natürlich kann ich jetzt nicht unter jedem YouTube-Kommentar meine These erläutern, aber hier ist sie drin. Und da hat der Jürgen Elsässer einmal wieder bewiesen, wie gut er im Redigieren ist. Mein Text war nämlich viel zu lang. Und er hat gesagt, das können wir nicht bringen, es ist zu lang. Und ich habe gesagt, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt weg. Und dann hat er doch tatsächlich es geschafft, meinen Text um ein Drittel zu kürzen und trotzdem die Kernaussage drin zu lassen. Ja, wollte ich generell sagen, also Jürgen Elsässer ist zum Chefredakteur geboren. Das merkt man an diesem ganzen, allein an diesem Magazin, und natürlich an vielen auch, anderen auch. Das ist genau sein Ding. Das Quälerei, ne? Und da sieht man auch, dass es sich lohnen kann, ein Querdenker zu sein und Risiken einzugehen, weil der hat sich ja im gesamten Establishment angelegt, weil er eben seine Meinung auch geändert hat. Aber es hat sich auf jeden Fall für ihn ausgezahlt und jetzt macht er genau das, was er am besten kann. Ja, dann noch Sanders. Ja, also bevor wir hier auf Sellner eingehen, ist ja ein Lobsil auf ein Loblied auf den Elsässer sozusagen. Viren, welche Viren? Näheres wird ja auch wieder nicht erläutert. Auch immer wieder ein Dahinholen, kommen meine Telegram-Gruppe. Ja, am Anfang stand ja Telegram-Gruppe nur für Unterstützer. Dort gibt es dann viel mehr Wahrheiten, weil YouTube lässt das nicht zu. Ja, ich muss immer wieder dazu sagen, sie sind trotzdem alle bei YouTube aktiv. Sie sind in allen anderen Social-Media-Sachen aktiv. Ja, das ist für mich das große Phänomen dieser Leute, die mit dieser Meinungsfreiheit so hart ins Gericht gehen, sondern was wollen sie? Er hat jetzt hart getriggert und sagt, ja, du willst die richtig harten Informationen, wenn ich wirklich, wirklich die Wahrheit ausspreche, das kann ich nicht bei YouTube, da darf ich das nicht, komm in meine Telegram-Gruppe, da kommen alle Unterstützer rein. Ja, ist für mich einfach, oh, das ist für mich so, das ist hart für mich, das zu gucken, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also dagegen wird wahrscheinlich das schlechte Stellungsspiel des HSV gleich besser. Man muss auch sagen, er ist auch einfach, ist natürlich eine subjektive Meinung, aber ich finde ihn auch vom Typ her so unsympathisch. Der hat so das Charisma eines lauwarmen Schluck Wasser. Es fällt allein deswegen schon schwierig, dem zuzuhören. Ich habe dir am Anfang schon mal gesagt, es gibt ja so ein Pendant zum Oliver Janich in den USA, den Alex Jones, der da eine sehr, sehr populäre und sehr, sehr bekannte Verschwörungstheoretiker-Sendung Infowars nennt, die sich führt. Aber der hat zumindest einen Unterhaltungswert. Der erzählt zwar auch unheimlich viel Scheiß, aber man kann zumindest sagen, so als Typ ist der angenehm zuzugucken. Das muss man einfach neidlos anerkennen, auch wenn man Scheiße findet, was der erzählt, der hat trotzdem einen Unterhaltungswert. Während der ja nicht, der hat so einen Stock im Arsch, der hat diese Besserwisser-Attitüde, schon dieses so, ich weiß Bescheid, ne? Ich erkläre euch jetzt mal was, ne? Und haut dann da Sachen raus und kann auch überhaupt nicht mit Kritik umgehen. Also es gibt für Leute, die sich da mal eine kleine Gaudi draus machen wollen, einen sehr interessanten Beitrag, wo auf Vermittlung von Oliver Flesch, den wir ja auch bestimmt mal zum Thema machen werden, der auch ein völliger Debil-Fundamentalist ist, nach meiner Überzeugung, hat vermittelt ein Streitgespräch zwischen dem Janich und dem Michael Stürzenberger, dem bekannten Islamkritiker.
Und der Stürzenberger hat halt den Jahr nicht angegangen, sagte auch unbedingt, guck mal hier, du erzählst hier 9-11, der Anschlag vom 9. September wäre ein Inside-Job gewesen. Ich nenne dir jetzt mal Fakten, die musst du berücksichtigen, das kann nicht sein. Und da ist der Jahr nicht sofort auf die Barrikaden gegangen, sofort austeilend geworden, ja, entweder hast du keine Ahnung oder du bist auch gekauft und was du mir für einen Scheiß erzählst. Und, ist ja auch ein... Mit Widerspruch überhaupt nicht zurecht. Ist ja auch ein schönes Totschlagargument, du bist gekauft. Ja, ja. Das ist ja wie damals, ich glaube, du bist V-Mann oder ja, gekauft, V-Mann, all diese möglichen Sachen, was du ja in dem Augenblick gar nicht widerlegen kannst. Ja, das. Ganz ehrlich, und je mehr du dagegen angehst, umso unglaubwürdiger machst du dich. Ne? Wenn jemand sagt, von wegen hier warst du V-Mann, sage ich, nee, aber ich bereue es momentan, weil hätte ich damals besser mal gemacht. Ich hätte schön Kohle gehabt, wäre wahrscheinlich nicht vor Gericht gelandet und könnte heute sagen, ich war nur dabei, um quasi die Szene auszuspionieren. Ich hätte kein Problem damit, wenn ich V-Mann gewesen wäre, rückblickend wäre. Ne? War ich leider nicht. Aber wenn man dann sagt, so, oh Gott, nein, ich bin kein V-Mann und nee, ich kann dir das beweisen, wird man dadurch ja unglaubwürdig. Dann wird gesagt, guck mal, getroffene Hunde bellen. Also egal, wie du drauf reagierst, auf manche Sachen braucht man nicht reagieren, weil es erzeugt nur eine Gegenscheiße. Das ist einfach so. Aber das hier ist für mich einfach, das ist einfach ein, weiß ich nicht, Leute, dann abonniert wirklich lieber irgendwelche Prank-Kanäle oder von irgendwelchen großen YouTubern. Und wir dürfen auch nicht vergessen, über allem, was sie mal rumhetzen, wenn er das hier sagt, die hätten alle keine Bedeutung ohne YouTube. Die haben alle ihre Reichweite durch YouTube bekommen und sind da kein Stück dankbar. Ich sag's immer wieder, ich bin YouTube zu so viel dankbar, was da alles Gutes passiert ist in meinem neuen Leben. Aber das ist hier einfach ein ganz dünnes Brett, aber ich lasse das mal laufen. Sellner werden wir irgendwann selber bald noch zum Thema machen. Das skippen wir, meinte mal, den nehmen wir uns demnächst auch mal vor, oder? Das ist eine gute Idee. Also da gibt es auch einiges zu erzählen. Das Revolution, da lese ich noch nicht mal die Überschrift vor, weil die wahrscheinlich schon gesperrt würde bei YouTube. Und dann Rückblick auf 10 Jahre Kompakt. Bruder kommt, also wie der Bruder mal die, Henry Bruder, die Kompaktredaktion besucht hat, was natürlich einen enormen Aufmerksamkeitsschub brachte. Vielen Dank, Herr Bruder. ja, und das ist auch ein ganz launiger Artikel. Also, wie ich schon gesagt habe, das ist einfach ein Lesevergnügen, das ganze Magazin. Ich sage es nicht, weil ich selber drin schreibe. Ja, nein. Ihr kennt mich. Ich kritisiere es auch, wenn was schlecht ist. Aber das ganze Ding ist so spannend, also ich kann es kaum weglegen. Ich versuche meistens da quer zu lesen, weil ich nicht so viel Zeit habe. Aber da konnte ich kaum den Artikel weglegen. Also, das ist einfach... Wer nicht gern liest, sollte das Lesen anfangen, allein wegen dem Kompaktmagazin. Also unglaublich spannend. Und ja, und jetzt auch noch mit den Themen, die ja überall im Mainstream vermieden werden und die ja eigentlich nur aus meinen Videos kennt. Oder natürlich gibt es auch Kollegen, die es bearbeiten, aber noch nie so im Printmagazin waren. Also nicht, dass ich wüsste, jedenfalls nicht in einem so weit verbreiteten Printmagazin. Und das ist ein extrem wichtiges Thema natürlich, weil es auch nicht links oder rechts ist, sondern eben die Bösartigkeit der Machtelite aufzeigt. Und in dem Zusammenhang kann man natürlich alle anderen Themen dann auch sehen. Also wenn man sieht, dass das Satanisten sind, die uns regieren, dann versteht man A, auch, warum sie lügen und B, ist man dann skeptischer bei allem, was sie uns erzählen. Oh, jetzt habe ich den Oliver ja nicht ganz gut angehalten in seiner Pose, das tut mir leid. Also das zieht sich, das ist für mich schon echt Kaugummi. Ich benutze YouTube ja auch zur Unterhaltung. Ja, ich verstehe das Prinzip YouTube schon ein bisschen. Man will sich auch ein bisschen unterhalten fühlen. Ich weiß, Leute, ich habe euch nicht mit Absicht gequält. Ich will euch eins sagen, ihr könnt Axel Reitz auf seinem Instagram-Profil besuchen, Real Axel Reitz, oder bei Facebook Axel Reitz. Und da könnt ihr euch bedanken für dieses langweilige Oliver Janich Video. Es tut mir leid, das ist wirklich, also es ist echt grausam, ja. Und man muss dazu sagen, letztlich haben wir auch einen Bildungsauftrag, ja, und der Mann ist halt nicht irgendwer, der ist halt nicht wirklich einer, der da 5 Follower hat und seinen Scheiß erzählt, sondern der hat wirklich Netzwerke hinter sich, der wirkt wirklich bis tief auch in die Wutbürgerszene massiv hinein. War auch ganz, ganz vorne mit dabei, propagandistisch vorzubereiten, hier die Querdenker-Veranstaltungen, der gehört auch mit zu den ersten, die diese mehr verbreitet haben. Bei der ersten Demo wären 1,3 Millionen dabei gewesen, und der weiß schon ganz genau, was er macht. Also der ist vom Typ her,
Ne? Aber ihr könnt euch bei mir bedanken, dass ich hier dem Philipp kein Video aufgeschwatzt habe, was eine Stunde geht, dass wir uns hier 5 Stunden mit Definis befassen müssen. Ne? Ich meine, das ist schon wirklich komprimiert, aber auch für jeden, denke ich mal, klar ersichtlich, was der Mann vertritt, wie er arbeitet. Und das muss man auch wirklich erkennen können, um da gewappnet zu sein, falls aber jemand solche Videos ankommt. Aber Axel, gucken das jetzt Leute, das Letzte, was er gesagt hat, ist, es ist ja jetzt klar, dass die Regierung Satanisten sind, das ist jetzt, oder das ist Fakt, und deswegen wissen wir auch, dass wir alles gegenüber kritisch sehen müssen. Konsumieren das die Leute und sagen so, ja, das leuchtet mir ein, dass es jetzt satanistische Rituale gibt und dass Satanisten sind und so weiter. Konsumieren Leute dieses Video und sagen, ja, okay, leuchtet mir jetzt ein, ist so, ja. Traurigerweise ja. Traurigerweise tatsächlich ja. Ich bin manchmal selber ganz erstaunt, was dem seine Videos für Zugriffszahlen und für positive Reaktionen haben. Und der Mann kann wirklich machen, egal was er will, der wird abgefeiert von seiner Fanbase. Das ist wirklich so ex cathedra predigen. Das sind Leute, die wollen dieses Bild glauben, die wollen diesen massenpsychologischen Kampfprozess annehmen und sagen, wir sind die Elite, das sind die Satanisten, das sind die Kinderficker, die müssen alle ausgehen. Aber Axel, so unreflektiert habe ich ja nicht mal mehr als 18-Jähriger was aus der eigenen rechtsextremen Blase aufgenommen. Also auch da hatte ich ja wahrscheinlich mehr Resilienz als viele der Leute, die das hier bei YouTube dann konsumieren. Verschwörungstheoretiker sind Sekte, weil ganz ehrlich, ein normal denkender Mensch, auch ein kritisch eingestellter Mensch, ja, der guckt sich so ein Video von dem Typen an und sagt so, ach du Scheiße, das ist so weit drüber, das geht ja gar nicht. Und wer da hängen bleibt und wer da sagt von wegen so, boah, der spricht ja Wahrheiten aus, was denkst du, was bei solchen Leuten im Kopf vorgeht? Die wollen das glauben, die wollen diesem Bild folgen, die werden gefühlsmäßig, emotional davon angesprochen. Da ist erstmal Hopfen und Malz verloren, bis die hoffentlich irgendwann aufwachen, ne? Also ich tue mich da echt schwer mit, also das, da hat aber auf jeden Fall Gesellschaft noch einen langen und schwierigen Bildungsauftrag irgendwie, boah, und es ist ja immer wieder, es wird ja alles einfach nur in den Raum geschmissen. Ist, so wie du am Anfang ja ganz passend gesagt hast, man kann ja immer hier werden Thesen aufgestellt und so weiter und jetzt ist das klar, dass das Satanisten sind und dann sagen Leute, ja, dann ist das klar so. Die Beliebigkeit, da haben wir auch schon mal ganz am Anfang drüber gesprochen. Nehmen wir mal an, von wegen Deutschland hätte jetzt den schwedischen Weg gewählt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, die ja von Janich natürlich auch geleugnet wird, da ist er auch ganz weit davor. Viren war ja sein Thema. War sein Thema, genau, ist ja auch dann hier mit dem Bill Gates-Verschwörung, der auch Satanist ist, der alle schippen will, ne? Das ist natürlich auch ganz vorn dabei bei dieser Theorie. Und nehmen wir an, wir hätten den schwedischen Weg gewählt und hätten dann ähnliche Bilder produziert, wie wir sie aus Italien kennen, wie wir sie aus den USA kennen, dass hier wirklich tausende Menschen in Plastiksäcken eben dann hätten begraben werden müssen, weil einfach unser Gesundheitssystem der Zahl der Infizierten nicht Herr geworden wäre. Dann hätten solche Leute doch sofort behauptet, hier sehen wir wieder, das war der Plan der globalen Eliten, der globalen Satanisten, unser Volk zu dezimieren. Die haben die Menschen alle krank werden lassen, ins offene Messer laufen lassen. So, jetzt wurde diese Pandemie hier abgewendet. Ob die Mittel dafür auch immer die richtigen waren oder ob die vielleicht überzogen gewesen sind, da lässt sich auch vortrefflich drüber streiten. Aber wir können glücklich sein, dass wirklich diese Pandemie hier nicht ausgebrochen ist wie in anderen Ländern. Da wird jetzt erzählt von wegen, ja, hier soll die Wirtschaft kaputt gemacht werden, hier sollen die Leute ruiniert werden, hier findet jetzt wieder der große Austausch oder sonst irgendwas statt. Also ist auch von Seiten der Verschwörungstheoretiker, egal was die Regierung macht, egal ob es richtig ist oder falsch, es ist scheiße. Und es wird immer so gedreht, wie man es haben will, weil man ist ja kritisch, man muss ja alles kritisch hinterfragen und ist ja auch niemals auf die Probe gestellt, dass man sich irgendwo festlegt. Ne? Man kritisiert ja alles, man kann da sitzen wie Waldorf und Stadler in der Muppet-Show und kann dann alles irgendwie scheiße finden, kritisieren und durch den Kakao ziehen, aber selber mal irgendwo darauf festzunageln und zu sagen, okay, wo ist dein Plan, wo ist dein Beitrag, was hast du besser gemacht? Nichts, gar nichts. Ne? Axel, ich versuche das Video laufen zu lassen. Ich quäle mich hier noch durch. Tut mir leid, Leute. Aber irgendjemand hat schon geschrieben, ich habe mich gerade bei Axel bei Instagram bei ihm bedankt für das tolle Oliver Janich-Video. Und das sieht man ja bei jedem Thema, ob das Corona ist, ob das Klimawandel ist. Sie lügen, weil sie Satanisten sind. Und deswegen ist es so wichtig, auch zu zeigen, dass sie Satanisten sind. Und das hat bisher kein Magazin gemacht, ja? Also irgendwas. Kein Magazin dieser Verbreitung. Also, das letzte Magazin habe ich auch schon extrem gelobt und das ist wieder dieselbe Qualität. Also, genauso gut wie das letzte, würde ich sagen. Bisschen investigativer war wahrscheinlich das Kinderschänder-Ding noch.
weil es obwohl es geht in beiden konkrete Fälle. Also beide sind gleich wichtig. Also wer sich das letzte gekauft hat, sollte sich auf jeden Fall auch das kaufen. Plus noch ein paar zusätzliche Leser. Das kann man auch wieder extrem gut verteilen. Natürlich wieder alles belegt und exzellent recherchiert. Allein das, ja, das wissen die Leute ja gar nicht. Ich meine, die sagen es ja, also die Satanisten sagen es ja von sich selber zum Teil, aber das kriegen die Leute einfach nicht mit. So, und wenn man dann eben sieht, dass diese Leute, die sich zu Satan bekennen, alle für die etablierten Parteien trommeln, in dem Also ich muss hier nochmal anhalten, ich kann dieses Satan nicht mehr hören, ja. Die Eliten in den Parteien bekennen sich ja offen zu Satan, ja, so O-Ton von ihm. Ich habe in Bezug auf die Politik Satan und Satanismus ist irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen. Kennen wir das nicht, dass die alle da stehen und dann Heil Satan rufen, wenn die Kameras ausgehen? Ja, also irgendwie ist das für mich, also das ist und die, was er hier auch eben gerade ganz clever gesagt hat, hat er ja gesagt, die lügen, lügen, lügen und lügen, alle lügen, nur wir sagen die Wahrheit. Also ich bin immer skeptisch und den Vorwurf kann uns hier keiner machen. Das war unter dem anderen Video, oder wo hier, glaube ich, bei Tim Kellner und sonst was kam. Ja, wir haben Wahrheitsspruch, den haben wir nicht. Wir diskutieren hier und wir sind selber kritisch ganz vielen Sachen gegenüber. Also da kann ich auch für uns beide sprechen, auch wenn Axel und ich darüber sprechen. Aber wer immer sagt, er hat recht und macht keine Fehler und ich habe alles aufgedeckt, ich habe die Wahrheit, der ist mir von Anfang an suspekt. Und hier einfach zu sagen, in den Parteien, das sind alles Satanisten und so weiter. Oh, das ist ein Weg, den kann ich wirklich kein Stück mitgehen, Axel. Nicht ein Stück. Das kann, dieses Video kann doch kein Mensch gucken, Daumen hoch machen und sagen, ja, ich weiß es, die machen alle den geheimen Schweigefuchs, Satan-Gruß und so weiter, was weiß ich. Entweder sind sie Hasen oder Satan, keine Ahnung, ja. Das ist doch, also du siehst das jetzt gerade nicht, aber ich weiß gar nicht, mir fehlen die Worte hier. Das ist wirklich, das ist so blöd. Aber letztlich, diese Community, sie steigert sich ja weiter hinein in diese Wahnvorstellung. Das ist ja das Perfide, dass wenn die Realität immer weiter von dem wegdriftet, was sie sich in ihren Wahnvorstellungen zurechtlegen, umso fanatischer halten sie daran fest. Das ist so, das war so bei mir zumindest so, ich weiß, wie es bei dir war, also kurz bevor ich dann auch den Entschluss gefasst habe, wirklich aus der Szene dann aussteigen zu wollen, hatte ich enorme Brüche und Selbstzweifel und habe gemerkt von wegen, dass das, was ich vertreten habe, nicht mit dem übereinzubringen ist, was ich da erzählt habe. Und weil ich mir das selber nicht eingestehen konnte und wollte, habe ich umso drastischer daran festgehalten, was ich da ans Glaubenskonstrukt vor mir hergetragen habe, wie so eine christliche Monstranz. Und das bei diesen Leuten ist das ja genauso. Ne? Wenn da immer wieder erzählt wird, jetzt kommt die Zwangsimpfung, jetzt werden wir bald ausgerottet, jetzt werden hier die Lager für die Deutschen schon aufgestellt. Ich habe hier einen Panzer gesehen, die Armee rückt bald ein und wird uns alle dann quasi den Bill Gates-Chip runterdrücken. Das tritt dann nicht ein, da muss sich ja jeder normal denkende Mensch schon die Frage stellen, okay, was habe ich denn da geglaubt, wo habe ich denn da Panik vor gehabt, okay, passt irgendwie nicht zusammen. Nein, das wird weggewischt, es gibt dann irgendeine 0815-Erklärung und umso dramatischer und umso fanatischer wird versucht eben dann die eigenen Ideen dann weiter vorzubringen. Aber Axel, muss jetzt auch jemand so wie Oliver Janich dabei bleiben, weil das natürlich jetzt auch sozusagen die Existenzgrundlage ist und ich kriege da Bestätigung, ich muss jetzt sowieso das machen oder... Ich hatte die Frage vorhin ja schon mal gestellt, ich kann das nicht immer glauben, dass jemand, der ja nun auch eine gewisse Bildung genossen hat, ja, und Oliver Janich hat ja nun auch schon ein bisschen was von der Welt dann gesehen und hat wahrscheinlich auch sehr viele unterschiedliche Menschen schon kennengelernt, boah, dass das alles so wirklich so krass vertreten wird, ist tue ich mich schwer mit oder füttert er jetzt nur die Community mit der, was sie auch erwartet? Vielleicht eine Mischung aus beidem. Vielleicht auch ein bisschen Kalkül dabei, weil er muss ja auch ständig was Neues liefern. Er muss ja ständig wieder irgendeine neue Theorie dann pushen und immer sich dann als einer der Ersten dann quasi hervortun, der die Leute aufklärt, um seinen Anspruch auch wirklich dann aufrechtzuerhalten als der Wahrheitsverkünder. Ne, zum anderen glaube ich aber, das ist ja so ein bisschen, weißt du, wenn dir lang genug was vorerzählst und auch jede kritische Stimme von dir schiebst, glaubst du an das? Das ist ja so eine Selbstprogrammierung, die stattfindet im Kopf. Ne? Wenn du da wirklich dann diesen eigenen Anspruch hast, dieses eigene Selbstbild, dann auch immer von deiner Community gefüttert wirst und das alles selektiv wahrnimmst, ist das für dich irgendwann eine Sache, wo auch das kritische Denken aufhört. Ne?
Axel, ich gehe davon aus, heute melde ich mich nicht mehr bei dir. Vielen Dank für dieses Video. Dann ziehen wir uns mal die letzten paar Minuten rein. Für die Demokratische Partei, weil der Trump ja da der Unterbrecher ist. Aber halt für Bush und für Clinton sich ins Zeug legen und offen bekennende Satanisten sind, da muss einem spätestens klar werden, was hier los ist. Deswegen halte ich das für, auch wenn es so ein schwieriges Thema ist, für eines der wichtigsten Aufwachthemen überhaupt. Ja. Man zitiert diese Leute und dann sagt man, okay, warum unterstützen die jetzt Joe Biden? Warum unterstützen die jetzt die Clinton? Ja, weil das auch Satanisten sind. Vollkommen klar. Ja, der Janik, wie immer, seine Wortwahl ist natürlich sehr geschickt für seine Leute, die ihm folgen. Das ist alles klar, die anderen sind Lügner und so weiter. Trump ist der Durchbrecher des Satanismus. Wie gesagt, das ist für mich ganz klar. Es kann nicht sein, dass jemand dann Präsident wird, wenn er dann nicht zu diesen mega einflussreichen Eliten gehört. Ja, also entweder oder, aber dann kein Cherrypicking. Ist zwar ein Outsider in der politischen Ebene gewesen, das kann man sagen, er hat nicht zu diesen politischen Maschinerien gehört, die von Bush und Clinton halt eben die beiden großen Parteien dominiert haben, aber er ist halt ein Teil der sonstigen Elite gewesen, er ist hoch angesehen gewesen in der High Society, er hat eine eigene TV-Show gehabt, The Apprentice, die über mehrere Staffeln ging, mit höchsten Einschaltquoten, er hat sich im Lobbyismus 1A bewegt. Es ist ja völlig blödsinnig, so zu tun, als wenn der Mann jetzt irgendwie vom Mars gekommen wäre, wäre ja völlig aufgeschlagen, hätte mit nichts und niemand zu tun gehabt. Aber nee, der wird völlig ausgeklammert, was ja laut seiner eigenen Theorie ja gar nicht möglich ist, weil das ja alles ein Filz, eine gleichgeschaltete und eine ausgerichtete Mischpoke sein soll. Und er ist dann der große Outsider, weil er Trump jetzt einfach gut leiden kann. Ne? Ist schon schwer zu ertragen, aber das ist gut. Dankeschön. Also unglaublich spannend und wichtig. Auf jeden Fall kaufen und verteilen. Ciao. Ciao, hat er gesagt. Kompakt kann ich so jetzt nicht stehen lassen. Muss ich mal. Sorry, Leute, kleiner Nachtrag. Oh, kleiner Nachtrag, scheiße. Kleiner Nachtrag, oh, habe ich mich erschrocken. Da war ich drauf vorbereitet, Axel. Guck mal, wie der Axel hier schon lacht. Oh. Also, ich muss auch mal dazu sagen, mit dem Thema, ich würde es am liebsten morgen mal machen. Und wenn ich mal zu meinen Eltern fahre, würde ich einfach mal das Thema Satanismus und Politik rausholen. Ich bin mal gespannt, was sie dazu sagen. Was sollen die dazu sagen? Also, ja. Ja, ob ich wieder totalen Schaden habe. Hast du gesoffen, Junge? Was ist los mit dir? Ne? Ja, also ich frage mich, kann man zu irgendjemandem in seinem, ich sage mir jetzt mal relativ normal, und du weißt, normal finde ich ganz schlimm, den Begriff, ja, weil wir uns, glaube ich, auch nicht so dazuzählen zu normal. Aber kann man damit an einem Abend eröffnen und sagen, Mensch, Jungs und Mädels, ich habe heute ein Thema, und zwar würde ich gerne über Satanismus sprechen in der Politik. Du musst das cleverer aufziehen. Also erstmal so eine Frage in den Raum zu stellen, das macht der Janik ja auch nicht. Er verbreitet ja erstmal das Fundament, indem er sagt so, Folgendes wurde von dem und dem mal gesagt, Folgendes ist hier zu lesen, folgende Symbole können wir da erkennen. Wer sich jetzt die Frage stellt, was das alles soll, ich erkläre euch jetzt den Zusammenhang. Ja, das ist ja so diese Menschenfängerei, es wird ja nicht mit einer offenen Frage umgegangen, es wird ja eine Ex-Kathedra-Wahrheit gepredigt, die als Dogma aufgepflanzt wird, die quasi dann feststeht. Axel, ja, das hat meine Community und ich nicht verstanden. Ja, wir haben ja auch teilweise niedrigschwelliges Publikum dabei, so wie den Kanalbetreiber. Das hast du jetzt gesagt, aber stell dann nicht unter den Scheffel. Ey. Also, jetzt kommt leider noch ein Nachtrag. Ja, ziehen wir uns noch rein. Okay. Trag, die Sägerei im Hintergrund, ich hoffe, es war nicht zu laut für euch, hat mich aus dem Konzept gebracht, ein wenig. Mein Nachbar schreinert gerade fröhlich vor sich hin, man braucht ja auch ein Hobby im Paradies und der hat davor nicht geschreinert und nach dem Video nicht, sondern genau währenddessen. Nehmen wir vielleicht gleich noch ein Video auf, das sage ich Ihnen da vorher Bescheid. Stört mich normalerweise nicht. Aber da habe ich zwei entscheidende Sachen vergessen. Also erstens ist auch Adrenochrom ein Thema. Und zwar mit einer Studie, die ich selber noch nicht kannte. Eine hochinteressante Studie, will jetzt nicht zu viel verraten, die der Autor da ausgegraben hat. Hochspannend. Also auch dieses wichtige Thema ist da drin. Unterlegt mit einer wissenschaftlichen Studie. Dann möchte ich noch erwähnen, ich hoffe, das geht ohne zensiert zu werden, wessen Thesen ich davor
stelle, damit ihr sie selber finden könnt in meiner Kolumne. Und zwar die Thesen von Dr. Andrew Kaufmann und Dr. Stefan Lanker. Das dürfte auch einmalig sein im deutschen Print. Zumindest eben bei einer, ich weiß halt nicht, es gibt ja viele so Zeitungen wie Raum und Zeit und so weiter, da könnte es natürlich auch mal drin gewesen sein, aber in so einer weit verbreiteten politischen Zeitschrift. Und diese Thesen sind sehr wichtig. Und dann kann ich jetzt euch auch noch das unglaubliche Zitat von dem Helmut Kentler, also dieser Päderastenskandal in Berlin, der sich über die ganze Republik ausgebreitet hat. Und wiederholt doch mal alles. Es gibt auch Kentlers geistige Erben, so lautet eine Überschrift, auch in Frankreich zum Beispiel. Und das ist ein Zitat, das hat er geschrieben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich päderastische Verhältnisse sehr positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Jungen auswirken können. Das hat der Helmut Kentler geschrieben. Und der war dann dafür verantwortlich, dass Kinder in die Hände von Pädophilen bzw. Pederasten gegeben wurden. Das ist absolut unglaublich, über Jahrzehnte. Das ist absolut unglaublich, was ich mir hier antun muss. Also ich glaube, das Thema Pädophilie, immer wieder, dass das auch rausgeholt wird, es ist eines der abscheulichsten Sachen, die ich mir vorstellen kann. Ich finde, das sind Verbrechen. Ich habe selber leider mal im Gefängnis auch Pädophile gesehen, nicht damit zu tun gehabt. Ja, und dass man jetzt wieder dieses Kendler holt und der hat dann mal gesagt, ja, das wirkt sich vielleicht auf die Entwicklung eines Jungen positiv aus und so weiter. Das ist dann immer wieder der ganz weite Bogen, den er schlägt. Ja, der hat das gesagt, aber der war in der Regierung und jetzt gibt es noch Leute, die dem wieder hinterher eifern. Ja, damit seht ihr, aha, die Regierung unterstützt Pädophilie, oder? Vor allem aber wirklich über 10 Ecken. Ne? Also über 10 Ecken wird da was konstruiert, was seinem entworfenen Bild entsprechen soll. Man sagen kann, okay, es gab auch genügend Leute, auch in der Regierung, die vielleicht gesagt haben, Pädophile müssen aufgeknüpft werden. Ne? Letztlich kannst du, wenn so viele Menschen, Politiker reden auch den ganzen Tag, viele Positionen vertreten, alles irgendwie ausziehen. Ne? Ist ja auch so ein Thema, was sich Rechtsextremisten besonders auch viel auf die Fahne schreiben. Ja, das typische Thema der Pädophilie ist natürlich auch ein Thema, womit man, natürlich, man kann ja nicht sagen, weißt du, wenn man zu Rechtsextremisten sagt, ja, ihr seid gegen Pädophile, ja, oder dann bist du ja auch gegen uns oder dann bist du ja für Pädophilie, nee. Ja, also ich finde, es ist dann immer so eine Verquickung von Meinungen so, ja, weil natürlich kann man. Es ist natürlich ja auch ein hochemotionales Thema. Ne? Also es geht ja jedem normal denkenden Menschen die Hutschnur hoch, wenn man hört, dass da Kinder geschändet und missbraucht werden. Und das ist natürlich auch sehr clever, dass eben dann solche Bewegungen versuchen, so ein Thema dann zu vereinnahmen. Eben auch, wie du sagst, im Umkehrschluss, wenn wir wollen was dagegen machen, wir wollen die aufhalten, die Regierung lässt sie laufen. Wenn du gegen uns bist, schützt du diese Leute. Ja, genau, dann bist du für Pädophilie hier. Also, ja, aber es zieht sich jetzt nochmal hier, er macht nochmal Werbung für seine Viren, gibt es Viren, Fragezeichen und so weiter. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich das, und wenn ich das jetzt sage, weiß ich, was für ein Hate ich kriege und ich scheiß da wirklich wieder drauf. Aber das können sich doch nicht 100.000 Leute angucken und sagen, das war jetzt gute Unterhaltung. Mach doch mal den Test und zeig das, wenn du morgen bei deinen Eltern bist, so die ersten 5 Minuten von dem, was der labert. Nein, die steigen aus. Die denken, ich habe wieder einen Dachschaden. Ich kann denen das nicht erklären, die verstehen das nicht. Die denken, ich habe wieder einen Schaden. Ja, aber ganz ehrlich, jeder normale Mensch, der sich so einen Scheiß anguckt, der denkt sich ja, Alter, was läuft da falsch bei dem? Ist das jetzt eine schlechte Comedy? Ich kann es auch nicht nachvollziehen, dass so viele Leute da steil drauf gehen und dem Mann da irgendwie auch mal irgendwas abkaufen können, was der erzählt hat. Ne? Ich tue mir die letzten 1,5 Minuten an. Und die Netzwerke sind wahrscheinlich immer noch aktiv. Und die sind diese Professoren, die es da gibt und so weiter, sind natürlich auch für die Frühsexualisierung unserer Kinder verantwortlich. Also es ist so absolut unglaublich, ja, das ist ein sehr ausführlicher Bericht, also allein der ist auch schon das Magazin wert, wobei darüber auch der Mainstream berichtet hat. Natürlich nicht genau mit diesen Zusammenhängen, aber extrem wichtiges Thema natürlich. Ja, also die Zeitung lohnt es sich unbedingt zu kaufen. Jetzt schiebt er aber nicht noch eine Information hinterher. Also, jetzt reicht's aber. Kompakt? Nein, nein, nein. Nein, 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 jetzt reicht's. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier. So. So nicht. Nicht. Das ist das Stärkste. Warte. Der Technik-Kong hat zugeschlagen. Warte.
Leute, ich krieg das noch hin. Ganzen Stream abgebrochen. Ah! So, da habe ich Axel einmal in groß, Bildschirm zum Freigeben. Ja, nee, abbrechen irgendwas. So, also, da haben wir Axel einmal in groß, zweimal in groß. Das eine kann ich, glaube ich, zumachen. Also, liebe Leute, guck mal, was ich technisch da einwandfrei einfach mal aus dem Ärmel schüttel und das ganz ohne Satanismus. Ja, ist schon speziell. Ist schon für jemanden auch, dieser Wandel macht mich schon bedenklich, ja, dass jemand wirklich so krass. Ich finde es ist ja, wenn jemand sozusagen kritisch ist, ist ja auch wichtig, ja. Kritische Journalisten sind wichtig, weil die Dinge da fragen, sie gehen anders ran, sie publizieren vielleicht mal Dinge und so weiter. Aber hier ist es ja, das ist ja inflationär, dass jetzt wirklich alles auf einmal, alles ist durchzogen, alles ist Satanismus, alles ist Elite, alles ist Kinderblut. Boah, das ist schon aber auch eine krasse Art Radikalisierung in der Verschwörung. Ja, natürlich, aber die Frage, die ich mir mal dabei stelle, ist, ja, weil diese Feindbilder, die wechseln ja auch immer, gerade was jetzt irgendwie dann da hineinpasst in diese verschiedenen Ideen. Einmal sind es die Illuminaten, einmal sind es die Freimaurer, einmal sind es dann die Satanisten, morgen sind es dann die Reptiloiden, übermorgen dann wieder eine neue Geheimgesellschaft, dann sind es die Bilderberger, dann sind es die Zionisten. Sind das jetzt verschiedene Synonyme für eine einzige Verschwörung oder werden die quasi die Karten immer ausgetauscht? Da wechseln die sich ab, dass das eine Verschwörerteam sagt, so komm, machen wir jetzt einen Staffelwechsel, ich habe keinen Bock mehr, mach du jetzt mal, komm du als Illuminat und wir sind übernächste Woche wieder dran, vorher kommen die Bilderberger noch und das ist ja auch mal die Frage. Es wird ja immer wieder ein anderes Feindbild dann auch hervorgezogen und verbreitet, immer wieder dieses nebulöse, die Eliten, das Establishment, ja, die etablierten Parteien, die etablierte Politik, wo völlig undifferenziert eine Gleichmacherei betrieben wird, wo wirklich immer dann alles schwarz-weiß gezeichnet wird. Auch das funktioniert ja nicht immer. Ne? Wo ich mir auch frage, wo ist denn so die Selbstkritik? Ja? Dass man da auch mal die Frage stellt, okay, diese Verschwörungstheorie passt jetzt nicht mit meiner zusammen. Ne? Aber das ist halt scheißegal. Ne? Das wird einfach dann durchgeboxt und durchgepowert und gar nicht mal kritisch hinterfragt, dass man sagen könnte, okay, die wechseln jetzt die Themen irgendwie oder erklären das noch irgendwie. Die machen sich gar nicht die Mühe. Das wird einfach weitergelabert und die erwachten Schlafschafe glauben dem nicht. Wann wäre es denn aus deren Sicht ganz kurz gefasst, wann wäre die Welt denn in Ordnung, wenn dann Oliver Janich und Co. was zu melden hätten, wenn sie die Eliten wären, dann wäre es in Ordnung oder was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also die Frage, man kann sich als normal denkender Mensch nicht in Verrückte reinversetzen. Ne? Also ich habe keine Ahnung, was mit den Kuchen vorgeht. Du hast ja selber schon gesagt, wir beide sind ja von unserem Lebensstil her auch weit davon entfernt, als normal zu gelten. Und ich sage ja auch immer, wer in der heutigen Zeit normal ist, der ist eigentlich erst recht unnormal. Aber was da abläuft, das ist Freaky Hollow. Das ist wirklich so weit ab von jeder nur vertretbaren Position. Das ist so irrsinnig. Weil die Frage ist ja, was ich bei den meisten nicht raushöre, ist ja, was sie verändern wollen und was sie machen, wer was machen soll und wie vor allem. Ja, aber dann würden sie sich ja selber in einen realpolitischen Kontext begeben, wo sie auch dann anhand ihrer Worte gemessen werden könnten. Die wollen dann einfach nur kritisieren. Das sind Querulanten, die wollen mit jedem auf den Finger zeigen können und sagen, Verschwörung, 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 ne, damit sie selber dann sagen können, ich habe das aufgedeckt, ich bin so klug. Aber wenn die jetzt wirklich sagen müssten, okay, Folgendes sollte sich ändern, Folgendes müsste gemacht werden, da stehen sie ja vom Scherbenhaufen. Ich meine, der Janich macht ja auch so Videos, wo er dann erzählt, wie Anarchismus oder Libertarismus funktionieren könnte, wo man auch sagen muss, ja, ne, so einen Scheiß kann ich auch erzählen, wenn man weiß, dass sowas niemals in der Praxis umgesetzt werden wird, weil es einfach lebensfremd und auch gegen die Natur des Menschen gerichtet ist. Ne? Also utopische... Ja, die kommen ja nie in die Verlegenheit, dass sowas mal überprüft wird. Dass man jetzt sagen würde, von wegen, gut, komm, ja nicht, ne, dann fangen wir an, hier das aufzubauen, ne, schick mir dich mal nach Chicago oder Neukölln und dann praktizierst du da mal deinen anarchistischen Staat. Würde nicht funktionieren, machen wir uns nichts vor. Weil ganz ehrlich, wenn irgendwo Anarchismus herrschen würde, und so ein Typ wird da rumtouren, dann wird die nächste Bürgerwehr, die nächste Rockergang, die nächste Scharia-Polizei kommen, den einfach ummieten und ihr totalitäres System aufziehen. Ne? So einfach ist es. Axel, ich bedanke mich wie immer für deine Zeit. Wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Wir werden auch im Oktober werden Axel und ich auch noch aus einem Studio zusammen streamen. Vielleicht auch noch zu dritt haben wir noch einen Überraschungsgast.
Wenn das alles so klappt, wie wir das bis jetzt in der Planung sind, der Axel wird mich dann hier oben im Norden besuchen. Dann werden wir zusammen streamen, werden noch ein bisschen was aufnehmen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, Leute. Bleibt dem Axel bei Instagram, Real Axel Reitz, wohlgesonnen. Und checkt auch sein Facebook aus. Kommentiert hier drunter gerne. Es wird wahrscheinlich wieder eine Menge Follower aus der Verschwörungsbubble geben, die dann hier drunter Manifeste schreiben und aufklären, aufdecken und so weiter. Wir beide wissen das, wenn wir uns ins Internet begeben, dass man das aushalten muss, leider mittlerweile. Ja, ich finde, Axel und ich versuchen immer nicht, den Menschen zu reduzieren. Und das haben wir, glaube ich, heute auch versucht bei dem Oliver Janich nicht zu machen, sondern uns geht das um die wirren Theorien, die da gerade im Kopf sind. Auch der Oliver Janich hat die Möglichkeit, dieses Weltbild wieder abzulegen. Ist, glaube ich, eine längere Reise dann auch. Ich habe das selber mal durch, der Axel auch. Aber wir drücken dir die Daumen. Vielleicht schaffst du das ja irgendwie wieder zurück. Axel, möchtest du auch noch kurz was loswerden? Kurz. Ich bedanke mich auch für die Zeit. Ich weiß, es war ein bisschen anstrengend, sich das alles anzuhören, aber ich denke mal, wir haben das ganz gut gewuppt und haben auch eine gute Aufklärungsarbeit geleistet. Was den Hass anbetrifft, sage ich immer, ich finde es gar nicht mal schade, wenn die richtigen Leute dich hassen, zeigt das nur, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und wenn man sieht, was da wirklich dann auch an Vorbehalten kommt und da auch an Unterstellungen kommt, da kann man schon gut herauslesen, wer wirklich sachliche Kritik übt und wer wirklich einfach nur Bullshit labert. Aber eine Bitte hätte ich noch an die ganzen Verschwörungstheoretiker, die wahrscheinlich dieses Video gar nicht zu Ende geguckt haben werden, aber wenn ihr durchgehalten habt und uns Schlafschafe zugehört habt, bitte sagt mir doch mal, wo ich diese ganzen Finanzen, die mal in Aussicht gestellt werden, abgreifen kann, wenn es heißt, ich werde gekauft und wer bezahlt. Ich habe bis jetzt noch keinen Cent gesehen, dummerweise, und ihr könnt aber jetzt ein bisschen Kohle ganz gut gebrauchen. Und wir wären, und Axel, ja, wir wären sogar empfänglich dafür. Ich bin käuflich. Also, ich sollte mal die New World Order grüßen, das mache ich dann ganz kurz. Also, ein bisschen Spaß kann auch sein. Wir sehen uns nächste Woche wieder und von daher vielen lieben Dank fürs Einschalten, Leute. Das ist wichtige Arbeit, die wir hier machen, und es muss nicht immer um Gangster, Kriminalität und sonst was gehen, sondern dieser Kanal hat eine Mission und da bleibt er auch bei und lässt sich von keinen irgendwelchen Kindern, Kiddies, Teenagern oder möchte gerne im Internet reizen. Wir bleiben unserer Linie treu und versuchen für eine starke, wehrhafte Demokratie weiter da zu sein. Und ich glaube, das sehen Axel und ich sehr ähnlich, auch wenn wir nicht immer an allen Punkten übereinkommen. Aber das können wir machen, wenn wir uns hier wieder persönlich sehen, und dann werden wir hier in die Diskussion gehen, werden einen schönen langen Stream machen. Also, Geld gibt es bei der Satansbank, sagen sie. Also, von daher, Axel. Und ich werde jetzt HSV schauen. Axel, wie immer, danke für deine Zeit, mein Freund. Und ich verbleibe wie immer mit deinem Ahoi von der Küste. Ich habe jetzt sozusagen, weiß ich gleich, wann ich ausmachen muss, weil wir immer ein bisschen zeitversetzt sind. Und dann kann ich den Stream beenden, Leute. Vielen lieben Dank. So, da sehe ich uns noch lachen. Okay, wir lachen immer noch.